Braucht die Schweiz? Braucht es Ausland? Brauchen wir eine zweite Gotthardröhre? Geht es auch anders? Lässt man die zwei Spuren wirklich geschlossen oder sind plötzlich alle vier offen? Wie steht es mit der Sicherheit? Stau am Gotthard, Stau aber auch in der Agglomeration Luzern. Reicht das Geld vom Bund für beides? In Sempach hat man darüber diskutiert. Mit dabei Bundesrätin Doris Leuthard, der Regierungsrat Robert Küng, die Ständeräte Konrad Graber und Filippo Lombardi, Nationalräte Regula Ritz und Thierry Burkhardt, der Regierungsrat Markus Züst und vom Gewerbeverband der Gaudenz Zemp sowie rund 700 Besucher in der Festhalle. Das Gespräch rund um die zweite Gotthardröhre geleitet hat Kari Kählin. Sehen Sie hier auf deinem Fernsehen für unsere Region Telenapf, Telezentralschweiz, die zum Teil hitzige Debatten in voller Länge und machen Sie sich selber ein Bild. Es begrüßt Sie der Nationalrat Leo Müller, Präsident vom AWG Kanton Luzern. Frau Bundesrätin Doris Leuthard, Herr Regierungspräsident Reto Wyss, Herr Regierungsrat Markus Züst und Robert Küng, Herr Stadtpräsident von Sempach mit einer Delegation vom Stadtrat, geschätzte Mitglieder vom Ständerat, vom Nationalrat, vom Kantonsrat und von der Gemeindebehörde, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe interessierte Bevölkerung. Es gibt wichtigere und weniger wichtige Abstimmungen. Es gibt emotionalere und weniger emotionale Abstimmungen. Es gibt wirtschaftlich bedeutende und weniger bedeutende Abstimmungen. Die Referendumsabstimmung zum Bau von einer zweiten Gotthardröhre erfüllt alle diese drei Kriterien. Und die V-Halle, sehr verehrte Damen und Herren, gegen 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute Abend sich Zeit genommen haben, sich dort zu informieren, das ist natürlich ein Hochgefühl für einen Organisator. Darum haben wir als AWG, und AWG steht, ist die Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir als AWG haben das Thema ausgewählt und haben jetzt rechtzeitig eine Veranstaltung organisiert für die Abstimmung für den 28. Februar. Und das Ziel war, eine starke Veranstaltung hier zu machen. Das heutige Thema liegt ganz auf der Linie der AWG. Die AWG setzt sich ein für einen Dialog zwischen der Wirtschaft und der Politik, für einen wirtschaftlich starken Kanton Luzern, für anständiges Wirtschaften, im Sinn von sozialer und ökologischer Verantwortung. Und wir haben rund 480 Mitglieder in unserer Organisation. Es sind Selbstständigerwerbende, KMUler, wirtschaftsfreundliche Politikerinnen und Politiker, tendenziell mit CVP-Einschlag, aber wir sind auch offen für weitere bürgerlich denkende Leute. Wir haben wegen dem die heutige Veranstaltung gemacht, zusammen mit vier wichtigen Partnerorganisationen. Und dass das zustande gekommen ist, das freut uns wirklich ganz fest. Ich fühle mich auch geehrt, als AWG-Präsident, Sie, geschätztes Publikum, stellvertretend für alle die Organisationen hier dürfen zu begrüssen. Ich tue das gerne machen. Für den Gewerbeverband vom Kanton Luzern, der ist vertreten durch den Zentralpräsident Roland Vonneburg und durch den Direktor Herr Gaudenz Zemp. Für die Industrie- und Handelskammer der Zentralschweiz vertreten durch den Direktor Felix Howald. Dann für den Infoclub für freies Unternehmertum vertreten durch den Präsident Pierre Weber und durch den Geschäftsleiter Hugo Brücker. Für Business und Professional Women Luzern, vertreten durch Präsidentin Karin Klapproth und Geschäftsleiterin Carmen von Däniken. Einen solchen Grossanlass kann man natürlich nicht durchführen ohne Sponsoren. Ich danke ganz herzlich der Truvac Treuhand AG,
kompetenten Partner für Fragen um Treuhand und Immobilien an den Standort Sursi, Luzern, Reiden, Willisau, vertreten durch den CEO René Kaufmann. Dann die Valiant Bank AG, eine Universalbank, die ausschließlich in der Schweiz tätig ist. Traditionell stark im Kanton Luzern vertreten mit 16 Geschäftsstellen auf unserem Gebiet, vertreten durch Robert Zeder, Chef der Firmenkunden. Dann danke darf ich auch herzlich der Firma Huber Leitungsbau Budisholz. Das ist ein führendes Unternehmen im grablosen Bau von Leitungen bis 180 cm Durchmesser. Firma mit 30 Mitarbeitenden, heute vertreten durch Josef und Marie-Louise Huber. Und nicht zuletzt und umso herzlicher darf ich auch danken der Köttu Beleuchtungen AG von Kriens, ein 60-köpfiges KMU für kommerzielle und dekorative Beleuchtungen, gut kombiniert zwischen Qualität und Design, vertreten heute durch den Geschäftsführer Walter Glanzmann. Und schließlich darf ich ganz herzlich begrüßen und Ihnen auch bestens danken und insbesondere der neuen Luzerner Zeitung als Medienpartner vom heutigen Anlass, vertreten durch den Gesprächsleiter Kali Kählin, den ihr heute ja werdet hören. Die neue Luzerner Zeitung tut den heutigen Anlass aufzeichnen und das gibt dann die Gelegenheit, dass man auf dem Online-Portal die Argumentationen von heute noch einmal anschauen kann. Als Sie am heutigen Abend nicht müssen verdursten, da haben Sie beim Eingang ein Fläschchen zu trinken können mitnehmen. Und das ist gesponsert worden von der Knuddler Mineralquelle. Ganz herzlichen Dank, dass wir das hier so entgegennehmen dürfen. Mit all diesen Partnerorganisationen und den Sponsoren haben wir eine gute Basis geschaffen für eine starke Veranstaltung heute Abend. Es ist uns gelungen, alle relevanten Positionen und Sichtweisen heute auf den 11. Jänner können zu konzentrieren und hier zusammenzuführen und tatsächlich auch einen meinungsbildenden Anlass können hier zu machen und durchzuführen. Und vor allem und nicht zuletzt, es ist uns gelungen, die politische Vertreterin hierher zu bringen, die Vertreterin von der zweiten Gotthardröhre haben wir heute können verpflichten. Und das ist Frau Bundesrätin Doris Leuthard, Vorsteherin vom Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Frau Bundesrätin, die im Moment das ganze Land zieht und die Vorlage vom Gotthard tut vorstellen. Und Frau Bundesrätin, wir fühlen uns geehrt, als Sie heute zu uns gekommen sind, und wir Sie hier an unserem Anlass haben dürfen. In diesem Sinn ganz herzlich willkommen und jetzt gebe ich gerne Ihnen das Wort, Frau Bundesrätin. Ja, Herr Präsident, Herr Regierungspräsident, Herr Regierungsrat, Herr Ständerat, Damen und Herren Nationalrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, zuerst mal allen noch mal ein gutes Neues. Gute Gesundheit und viel Freude in diesem Jahr 2016. Ich bin natürlich gerne hierher gekommen, vor allem in so einem vollen Saal. Und freue mich auch über die Debatte heute, über die Informationen, die wir Ihnen geben können zum Gotthard. Der Gotthard, der war ja schon immer ein bisschen ein Mythos. Er ist nicht die Strecke mit am meisten Verkehr. Er ist nicht die Strecke, wo wir am meisten Verkehrsprobleme haben. Er ist auch nicht die Strecke, wo der Kilometer am meisten kostet. Aber es ist ein Mythos. Der Gotthard war schon bei den alten Eidgenossen eine Verbindung, die gestanden ist für Freiheit, für Handel. Hat die reiche Schweiz zu einem grossen Teil gemacht, hat Verbindungen ermöglicht, Nord-Süd, die wichtigste Handelsachse seit langem. Und darum ist mit dem Gotthard viel verbunden. Mit dem Gotthard ist auch der Alpenschutz verbunden und darum sind so Diskussionen und Anliegen rund um den Gotthard halt auch emotional. Das werden Sie heute Abend sicher hören und mitbekommen.
Wir möchten Ihnen heute aber vor allem auch ein bisschen zeigen, wieso der Bundesrat, das Parlament, die klare Mehrheit der kantonalen Baudirektoren, die Wirtschaftsverbände, Strassenverbände, der Detailhandel bis zu der SBB Ihnen empfehlen, ja zu dieser Sanierungslösung vom Bundesrat zu sagen. Wir haben heute eine Situation, wo Sie wissen, wir müssen den Tunnel sanieren. Wir müssen den Tunnel schnell sanieren, weil er ist jetzt seit 1981 in Betrieb. Er ist ins Alter gekommen und vor allem sind Unterhaltsarbeiten nötig, wo wir nicht länger einfach auf die lange Bank spielen können. Wir müssen die Sanierung vornehmen und darum ist es wichtig, dass wir uns jetzt in ein paar Jahren mit verschiedenen Varianten befasst haben, wie wir die Sanierung von dem Gotthard vornehmen können. Sie stimmen darüber ab, weil der Gotthard halt nicht ein Normalfall ist. Wir haben in der Regel Sanierungen unterhalb des bestehenden Netzes, die das Parlament jedes Jahr mit dem Budget absegnet. Das ist in der Regel ein Kredit um die 1,6, 1,7 Milliarden, wo wir all die Projekte drunter haben. Beim Gotthard ist es speziell, weil halt auch noch der Alpenschutz drin spielt. Und der Bundesrat hat gesagt, wir haben keine Angst, wir dürfen nicht jetzt einfach nur eine Budgetvorlage bringen, sondern wir machen eine Gesetzesanpassung, dass die Möglichkeit von einem Referendum besteht und die Möglichkeit, dass Sie darüber abstimmen können. Und das ist jetzt der Fall. Stellen Sie sich vor, und so möchte ich Sie auch in die Problematik einführen, wir müssten den Gubristunnel sanieren und wir würden den für 3-4 Jahre zutun. Die Leute sagen, ja, ihr könnt ja die Kantonsstrasse nehmen oder könnt mit dem Zug fahren. Stellen Sie sich vor, wir würden den Glion-Tunnel in der Westschweiz schliessen, 3-4 Jahre, und wir würden den Leuten sagen, ja, ihr könnt ausweichen, der Tunnel ist jetzt zu, ihr könnt ja die Bahn nehmen. Wir hätten in der Schweiz überall, wo der Bundesrat vorschlägt, einen Tunnel und eine Region, einen Kanton abzuhängen, mit Sicherheit sehr viel Widerstand. Beim Tessin, beim Gotthard, gibt es eine Anzahl von Leuten, die finden, mal, da ist das zumutbar, diesen Tunnel können wir tatsächlich 3-4 Jahre schliessen. Das ist die Ausgangslage. Weil unbestritten ist mittlerweile, die Arbeiten, die es braucht, um den Tunnel zu modernisieren, sicher machen, die brauche ich in der Fallschliessung. Wir haben keine andere Wahl. Jetzt müsste ich hier... Voilà, da sehen Sie Beispiel, ein aktuelles, ist gerade der Belchentunnel. Der Belchentunnel, den wir auch gerade sanieren. Über das stimmen Sie nicht ab, weil das ist jetzt eben eines von diesen Projekten, die normal einfach über den Kredit durch das Parlament abgesegnet wird. Dort bauen wir derzeit eine dritte Röhre. Eine dritte Röhre, weil da auch die beste Lösung war, Kosten nutzen. Und weil wir auch auf dieser Verbindung nicht den Leuten können sagen, es hat zu viel Verkehr, es hat zu viel Nachteil, ihr könnt ausweichen auf eine andere Route. Der Gotthard ist und bleibt das Herzstück der Nord-Süd-Achse. Es ist eine ganz wichtige Route, weil sie erschliesst uns mit Norditalien. Norditalien, ein enorm wichtiger Wirtschaftsraum, rund um Mailand boomt es nach wie vor. Und die Schweiz betreibt mit Italien sehr viel Handel und umgekehrt natürlich auch. Es gibt sehr viele Güter, die von Italien in die Nordschweiz kommen, die uns versorgen. Und darum ist es auch eine Wirtschaftsfrage, ob man die Strecke unterbrechen will und sagen, der Verkehr muss halt anders abgewickelt werden. Mit der Sanierungslösung vom Bundesrat haben sie eben die Situation, dass die Strassenverbindung dauerhaft verfügbar ist und wir darum dauerhaft die Achse zur Verfügung stellen und dauerhaft auch für die Wirtschaft mit dem wichtigen Handelsraum die Verbindung sichergestellt haben. Die logistische Anbindung ist sichergestellt.
Ein Hauptfaktor für den Bundesrat und auch für das Parlament war, dass sie mit dieser Lösung, mit einer zweiten Röhre, einen richtungsgetrennten Verkehr ins Künftige haben. Wir haben dort in diesem Tunnel 17 Kilometer, die man befahren muss. Der Tunnel ist enger, ist 7,8 Meter breit. Und es gibt einfach entsprechend regelmässig Unfälle mit Licht-, Mittel-, Schwerverletzten, aber eben auch mit Toten. Wir haben am letzten Freitag einen Sicherheitsschritt wieder gemacht, indem wir auch am Nordportal jetzt so ein Thermoportal für Lastwagen haben, weil wenn die Lastwagen müssen, im Uripien die Rampen drauf, hat es einfach regelmässig viele, die überhitzt sind. Und wenn wir einen Brand im Tunnel haben, ist das eine riesige Gefahr. Mit einer Richtungstrennung haben wir die Brandgefahr mit dem Thermoportal einigermaßen im Griff. Und vor allem können wir mit diesen zwei richtungsgetrennten Tunneln den Verkehr halt so entschärfen, dass es keine Streif- und Frontalkollisionen mehr gibt. BFU und andere Sicherheitsexperten haben darum auch gesagt, der Sicherheitsgewinn in 40 Jahren ist sicher 20 Tote weniger und ist etwa 160 Verletzte weniger. Das ist etwas wert. Wir haben heute darum auch im europäischen in der Baurichtlinie, ob sie jetzt einen Bahntunnel bauen oder einen Strassentunnel bauen, ist heute eine Richtungstrennung von einem Tunnel, aber eine bestimmte Länge. Das ist heute Pflicht. Wir dürfen so einen neuen Tunnel gar nicht mehr bauen mit Gegenverkehr. Und ich staune immer, wo man über den Jennery geredet hat, den Bahntunnel. Es war selbstverständlich, dass man den in zwei Röhren führt. Eine Bahn, die kann ja nicht einmal frontal kollidieren. Er fährt auf Schienen, aber es war völlig selbstverständlich, dass man das richtungsgetrennt führt. Allein der Jennery kostet darum auch 700 Millionen mehr wegen dieser Lösung. Aber sie macht Sinn. Sie bringt auch dort eben Sicherheit. Ups, jetzt ist das wieder weg. Ein drittes Argument, die dauerhafte Lösung. Das war für den Bundesrat sehr wichtig. Eine wichtige Verbindung, die dauerhaft zur Verfügung ist und nicht, wo wir mit einer Verladelösung würden, dann irgendwo im Sommer ein bisschen auftun, den Rest des Jahres schliessen mit Verladerei, die natürlich auch entsprechende Zeit braucht. Wir haben mit dieser Lösung auch eine Investition, die zwar zugegebenermaßen am Anfang mehr kostet, aber einen Tunnel müssen sie ja alle 40 Jahre wieder sanieren. Und mit dieser zweiten Röhre haben wir dann einfach eine permanente Lösung. Das ist eine nachhaltige Finanzierung darum und nicht eine, wo sie dann in 40 Jahren wieder vor dem gleichen Problem stehen und dann müssen irgendwo schauen, könnte man dann überhaupt noch andere Lösungen finden. Und darum haben wir mit dieser Lösung auch etwas, was für die kommenden Generationen schon eine Lösung ist. Die müssen dann nicht in 40 Jahren wieder hirnen. Was machen wir jetzt? Und wir wissen die 40 Jahre auch nicht, ob die Flächen für die Verladeanlagen überhaupt noch verfügbar wären oder ob die andersweitig genutzt sind. Die Gegner haben zu Recht von Anfang an gesagt, der Alpenschutz muss gewahrt sein. Das haben auch die Kantone immer betont. Und das ist mit dieser Vorlage auch gewahrt. Es heisst in der Verfassung ja, dass wir Transitgüterverkehr einerseits verlagern und dass wir im Alpenraum Kapazitäten nicht erhöhen dürfen. Das machen wir auch nicht. Indem wir in der Verfassung den Grundsatz haben, haben wir eine Lösung gefunden, wo wir auf Stufe des Gesetzes zusätzlich einen zweiten, einen doppelten Schutz, eine Garantie einbauen, indem wir im Gesetz sagen, der Tunnel, der darf nur je einspurig betrieben werden. Es dürfen nie vier Spuren offen sein, wie seinerzeit bei der Avanti-Initiative da noch der Fall war. Das ist per Gesetz und per Verfassung verboten. Wir tun zusätzlich im Gesetz das Tropfenzählersystem verankern. Das Tropfenzählersystem, das ist heute eigentlich eine Polizeiweisung, wo wir haben seit der Brandkatastrophe am Gotthard von 2001. Wo die Abstände der Lastwagen begrenzt und damit natürlich auch die Anzahl Lastwagen, die überhaupt durch den Tunnel fahren kann.
Das ist die beste Kapazitätsbegrenzung, die wir haben, da limitiert und auch da ist im Gesetz verankert. Jetzt kommen wir zu der zweiten Variante. Der Bundesrat hat da in x Berichten geprüft. Es gibt ganz viele Lösungen, die man studiert hat, bis man zu dieser eigentlichen Lösung gekommen ist. Und die Verladelösung, da hat man mit verschiedenen Studien auch belegt, technisch wäre das machbar. Technisch, aber eben mit sehr vielen Nachteilen. Der Nachteil, wir haben für die rund 6 Millionen Fahrzeuge, wo wir am Gotthard haben, braucht es irgendwie ein Angebot. Wenn sie den Tunnel schliessen würden, müssen wir den Verkehr ja bewältigen. Wir haben für PW, das sind etwa 5 Millionen im Jahr, kann man zurückgreifen über das, wo wir bis 1981 haben, zwischen Göschen und Airolo. Dort gibt es die alten Verladezüge, die man PW könnte transportieren. Das würde gehen. Aber für die Lastwagen, für die Gar, Bus, haben wir nichts. Da müsste man neu bauen, in Rienicht, in Erstfeld und in Biasca. Das ist die Lösung, die man technisch machen kann, aber die natürlich auch kostet. Wie viel kostet. Und vor allem ist da eine Lösung für die 4 Jahre, die sie da brauchen. Dann montieren sie das Zeug ab und das Geld, das sie investiert haben, ist eigentlich unnütz investiert. Weil sie haben dann die Verladerei wieder nicht. Wenn man darum anschaut, was das bedeuten, die Verladestationen bedeuten, ist das erstens mal. Jetzt muss ich da. Ja, jetzt können wir hier hindern. Das geht jetzt nicht. Da flimmert jetzt, aber ist jetzt halt ein bisschen so. Etwas funktioniert da nicht ganz, aber das zeigt schon die Nervöse bei diesem Vorschlag vom System. Also. Sie sehen hier das Grüne, das ist eigentlich das, was man studiert hat vom Bund her. Das wäre eben die Kurzrolla zwischen Erstfeld und Biasca. Dann sehen Sie, da gehören Sie dann sicher noch vom Regierungsrat sonst. Die Urner haben hier gesagt, ja, wir haben dann noch andere Möglichkeiten. Wir könnten hier die Steine, die Ries, die Oberreuth, die Zentschiken, da könnte man eigentlich auch verlagern. Also mein Kanton Aargau hat schon ein paar Freude gehabt, andere ja. Die Turner haben ein paar böse Briefe bekommen, weil sie haben da mit den anderen Regierungen nicht abgesprochen. Und je länger die Verladelösung wäre, dann kostet sie natürlich auch mehr. Das hat man bis jetzt ein bisschen verschwiegen. Die Verladestationen, die müssen auch akzeptiert sein und bisher sage ich jetzt, weil Biasca sagt nein, Erstfeld sagt nein und irgendeiner kann ja nicht einfach jetzt noch 20 Jahre Däumchen trüllen und sagen, ja, vielleicht sagt dann irgendeiner mal ja. Die Verladesituation, die muss gelöst sein. Und wenn sie nein sagen zum Gotthard, dann kommen sie da Grünen, dann kommen sie über. Da werden die Alternativen, es gibt keine andere. Es gibt auch noch. Da hat die Alpeninitiative mal am Anfang gesagt, ja, wir könnten die Stadt da noch 4 Jahre abmontieren, auch permanent einrichten zwischen Erstfeld und Biasca. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so im Vordergrund. Aber das hören wir ja vielleicht dann auch von den Vertretern der Alpeninitiative. Die Lösungen von der Verladerei für die Lastwagen wären auch schlecht, weil man könnte maximal etwa 600'000 Lastwagen verladen. Aber der Rest, der würde trotzdem eben ausweichen auf die anderen Alpenpässe. Vor allem über den San Bernardino hat es erheblich mehr Verkehr. Also über andere Alpenstrassen, ob da für den Alpenschutz so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Und das Zweite natürlich, auch dort wird sich eine Bündnerregierung, eine Walliserregierung, andere, die sagen, ja, also das ist für uns dann auch eine Mehrbelastung und ist keine Lösung. Ein Problem ist auch, dort, wo die Verladestationen kommen würden, da müssen Sie sich vorstellen, da sind etwa 19 Fußballfelder, Flutlicht, 20 Stunden Betrieb. 20 Stunden Betrieb, 4 Stunden Ruhe. Ich verstehe die Bevölkerung, dass die da nicht will. Aber das ist die Realität. Wir müssen darum auch regional das Nachtfahrverbot für die Lastwagen lockern.
Und wenn man das abwägt, die Nachteile, Lärm, Emissionen, ist jemand bereit, da auf sich zu nehmen? Und wir nehmen das so auch noch in den NEAD-Kapazitäten weg, weil während dieser Verladesituation müssen wir ja die Lastwagen und Gars auf die Schiene tun. Da verdrängt Container, die wir ja auf der NEAD transportieren wollen. Und insofern ist auch da dort machbar technisch, aber nicht wünschenswert. Jetzt wird ja immer behauptet, ja, die Lösung vom Bundesrat und vom Parlament mit diesen zwei Tunneln, da habe ich dann wieder eine Lastwagenlawine zur Folge. Und da muss ich sagen, das ist einfach wirklich falsch. Wir haben heute in diesem Tropfenzählensystem, das ich Ihnen schon gesagt habe, könnten mehr Lastwagen kommen als Chemie. Weil theoretisch von diesem Tropfenzählensystem ist das nicht ausgelastet. Sie kommen aber nicht. Und das seit 15 Jahren nicht. Wir haben relativ stabile Verkehrszahlen im Gotthard. Im Vergleich zum Rest der Schweiz ist das ein kleines Phänomen. Und es ist Ausdruck gegeben, dass auch unsere Verlagerungspolitik heute funktioniert. Wir haben auch das letzte Jahr, 2014, die Zahlen liegen vor, haben wir mehr Verkehr können verlagern wieder auf die Schiene. Die Schiene hat trotz günstigem Dieselpreis hat sie wieder Marktanteil gewonnen. Und das zeigt eben, dass auch unsere Verlagerungspolitik funktioniert. Wir haben die LSVA, wo wir entsprechend auch noch mal die Strasse nicht attraktiver machen, sondern auch weiter den Verfassungsauftrag zu erfüllen. Wir werden die NEAD eröffnen, mindestens mal den Gotthardteil. Der January kommt dann 2020. Und auch da hilft noch mal, im Transit können Güterverkehr auf den Schienen abzuwickeln. Und meine Damen und Herren, wir haben heute einen Modalsplit, das heisst das Verhältnis Strasse-Schiene im Alpengebiet von 67%, das ist weltweit Spitze. Die Österreicher sind etwa bei 24%, die Franzosen bei 13%. Also wir haben wirklich schon viel gemacht und das zeigt auch, dass die Rezepte fruchtet. Und von da bauen wir ja eben nochmal die NEAD, dass wir weitere Trassen können zur Verfügung stellen können. Nicht für Lastwagen, sondern für Container, die wir auf der Schiene transportieren wollen. Bei der Verladerei verladen sie nicht Container verladen, sondern sie verladen ganze Lastwagen. Es wird weiterhin behauptet, aus der Finanzierung heraus, weil die Lösung vom Bundesrat rund 1 Milliarde mehr kostet, als wenn man die Verladeanlagen bauen würde, wird gesagt, ja, dann hat es dann kein Geld für die anderen Projekte. Auch diese Behauptung so stimmt nicht. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir haben pro Jahr bei den Unterhalts- Ausbauarbeiten ein Budget von etwa 1,7 Milliarden. Wenn ich hier wie ein Bällchen jetzt habe, dann kostet im Moment auch gerade 600 Millionen. Da verteilen sie selbstverständlich auf mehrere Jahre. Und bei so einem Budget, auch hier wären sie dann auf mehr als 10 Jahre verteilt, die Kosten, die mehr anfallen, ist da nicht so, dass es andere Projekte wesentlich verdrängen. Verdrängen kann es, wenn schon, andere Unterhaltsprojekte, aber auch da haben wir im Griff. Wir wissen, dass die grossen Stau, die sind nicht am Gotthard. Darum tun wir ja auch nicht die Kapazitäten erhöhen. Die grossen Stau haben wir auf der A1, bei euch auch hier im Raum Luzern. Das sind Engpassprojekte. Die Engpassprojekte sind im Projekt NAF, wo jetzt der Ständerat darüber brütet. Die sind bis 2030 alle garantiert und finanziert. Das ist alles eingestellt und problematisch. Die Projekte 2030 bis 2040, auch dort ist zum Beispiel der Bypass Luzern drin, das weiss euer Regierungsrat sehr gut. Auch die, da sind wir bereits in allen Kalkulationen, das ist also nicht wahr, wenn man da sagt, für die hat es dann kein Geld mehr. Aber sie müssen noch den NAF haben. Wenn wir den NAF nicht haben, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir für Engpassbeseitigungen nur die 5,5 Milliarden, die wir im Moment vom Parlament haben. Und da sind schon etwa bald 4,5 Milliarden ausgegeben. Das ist ein Problem, aber das hat nichts zu tun mit dem Gotthard. Darum ist für uns
im Bund eigentlich schon lange klar, das Ausspielen Schiene gegen Strasse, das ist von vorgestern. Wir brauchen dort zur Bewältigung der Mobilität, dass jeder Kanton auch zu seinem Projekt kommt. Dass wir können auch da, wo wir aufhören müssen, brauchen wir Schienen und wir brauchen die Strasse. Und wir müssen nebst den Kapazitäten auch noch die intelligente Mobilitätsbewältigung für die Zukunft planen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt noch, könnte noch in viele Details, aber Sie haben noch ganz viele Redner auf der Liste. Darum vielleicht nochmal zum Schluss. Wir haben da sorgfältig studiert. Die Lösung ist verfassungskonform. Sie verhebt. Sie ist auch von der EU akzeptiert, auch wenn da wieder behauptet wird, ja, die tue ich ein bisschen Druck ausüben. Wir haben da schriftlich, sie ist im Vertrag drin. Man kann schon viel behaupten. Man kann auch ablenken von den eigentlichen Fragen. Aber Fakt ist, das verhebt. Mit dieser Lösung, die wir Ihnen präsentieren, haben wir eine Situation, die sich lohnt finanziell auf die Länge gerechnet. Wir haben eine Situation, die erheblich mehr Sicherheit bringt. Alle Lösungen, die hier umgeistern mit Mittelleitplanken und weiss ich was alles, das ist einfach, das verhebt nicht. Alle Experten verneinen das auch. Mit der richtig getrennten Tunnellösung haben wir unbestrittenermassen mehr Sicherheit. Und wir dürfen eines nicht vergessen, ich habe es eingangs gesagt, wie würden Sie reagieren als Kanton, wenn wir bei Ihnen den wichtigsten Tunnel, vielleicht den Cityring, zutun, mehrere Jahre, und sagen, ja, ihr könnt ja doch über die Agglomeration fahren oder den Zug nehmen. Ich glaube, für die Kohäsion des Landes muss ich mir da in keinem Kanton, in keiner Region zu, sondern wir suchen Lösungen, dass die Wirtschaft kann überleben kann, dass auch kleine KMUs, die in der Leventina sind, von den Marmor-Granitfirmen bis zu den Schreinereien, die es dort hat, bis zu Schocchi Stella, die jeden Tag Urner Milch geholt hat, zu den Holzwerken, die zu Göschen ihre Schnitzel abliefern. Da gibt es viele KMUs, die täglich zigmal durch den Gotthard durchfahren. Wenn sie denen das nicht mehr ermöglicht und das Gefühl haben, nach 4-5 Jahren können die einfach nahtlos weiterfahren, dann ist das unrealistisch. Die wirtschaftlichen Konsequenzen tönt darum auch für die Lösung vom Bundesrat und vom Parlament plädieren. Das Ja ermöglicht uns, die Problematik-Sanierung auf eine sinnvolle, sichere, dauerhafte, nachhaltige Art zu lösen. Herzlichen Dank. Meine geschätzten Damen und Herren, besten Dank, Frau Bundesrätin Doris Leuthard, für die Informationen aus erster Hand und erst auch präzise auf Minuten genau so viel, wie vorgeschrieben ist. Es ist nicht selbstverständlich, so Informationen aus erster Hand. Es gibt auch heutzutage Bundesräte, die je nach Situation schlicht und einfach keine Lust haben, ihre Position zu vertreten. Sie gehören zum Glück nicht zu denen, sie stellen sich dieser Debatte, sie sind hierher gekommen, wir haben sie im Original hören. Grosse Geschäfte werden unterschiedlich beurteilt, das gehört dazu. Darum kommen nach den Informationen in verschiedene Positionen. Zuerst der Kanton Luzern. Luzern im Vergleich zu anderen, zu allen Nachbarschaftskantonen, ist das ein Kanton mit relativ wenig Tunnels und Umfahrungen, dafür mit umso mehr Staus. Was sagt darum Luzern zu der zweiten Röhre? Wir hören es vom Regierungsrat Robert Küng, Bau-, Verkehrs- und Umweltdirektor. Robi, du hast das Wort. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte AWG-Präsident, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik, Wirtschaft und Medien, liebe Luzernerinnen und Luzerner. Mit meinem Kurzauftritt
habe ich eine Aufgabe zu erfüllen und will hier die Chance nutzen, auch ein Ziel zu erreichen. Die Aufgabe, Sie erfahren die Haltung der Luzerner Regierung zu der zweiten Röhre. Und mein Ziel, Sie wissen, was das Gesamtsystem Bypass Luzern beinhaltet. Zur Luzerner Ausgangslage. Eine gut funktionierende Verkehrsanbindung ist der wichtigste Standortfaktor. Das zeigen die Umfragen immer wieder. Eine optimale Erreichbarkeit der Agglomeration Luzern, die der wirtschaftliche Motor ist, von unserem Kanton Luzern. Für diese optimale Erreichbarkeit, für die setzt sich die Regierung ein. Das ist für die Regierung wichtig. Wir brauchen eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für die Strasse wie auch für die Schiene, wenn der Kanton Luzern weiterhin ein Inlandprodukt, ein Bruttoinlandprodukt aufweisen soll, das über dem schweizerischen Durchschnitt liegt. Der Verkehr, der nimmt auch bei uns jährlich immer zu. Wir leiden unter massiven Belastungen auf der Strasse. Konkret bis zum Jahr 2030 rechnen wir mit einer weiteren Zunahme von über 10%. Zwei Zahlenbeispiele. Heute zählen wir im Reuss-Port-Tunnel durchschnittlich täglich 95'000 Fahrzeuge. Im Vergleich dazu sind es am Gotthard rund 17'500. Und zwischen diesen beiden Tunneln besteht ein klarer Zusammenhang für die Luzerner Regierung. Es ist nachvollziehbar, dass eine Kapazitätserhöhung, also mehr Verkehr am Gotthard, auch mehr Verkehr für Luzern bedeuten. Auf das Verkehrssystem in der Agglomeration würde sich also eine Kapazitätserhöhung am Gotthard äußerst negativ auswirken und praktisch bei jeder kleineren Störung zu einem Kollaps führen. Die Luzerner Regierung hat um 3 Erwartungen an Bund formuliert. Erstens, mit dem Bau von einer zweiten Gotthardröhre darf kein Mehrverkehr entstehen. Es ist erkannt, dass Luzern das Gegenteil, nämlich eine Entlastung braucht. Zweitens, das Gesamtsystem Bypass Luzern wird als Engpassbeseitigungsprojekt vom Bund weiter vorantrieben und möglichst zeitnah umgesetzt. Und dann noch das Dritte, wir erwartet, dass ein möglichst hoher Anteil vom Alpentransit vom Warenverkehr auf die Schiene kommt. Ich habe das Gesamtsystem Bypass erwähnt. Was ist das? Was beinhaltet das? Generell gesagt geht es um eine Leistungserhöhung auf der Nord-Süd-Achse einerseits und um die Entlastung der Stadt Luzern andererseits. Sie sehen, hier auf dieser Folie, das Blaue, das so zickzack geht, das ist die heutige Autobahn. Und Sie sehen das Kernstück rot eingezeichnet da vorne. Zweimal zwei Spuren, ein neuer Tunnel, der sogenannte Bypass. Also im Norden braucht es eine Aufweitung in Eibach und im Süden, im Grosshof, eine Aufweitung zur Einführung in die Neuröhre oder auf die Stadtautobahn, auf das bestehende Strassennetz. Weiter gehört dazu ein Ausbau im Norden, dass wir einen durchgehenden Ausbau hier haben, mit zweimal drei Spuren von Buri bis zum Anschluss Emmenort. Der Kanton Luzern selber hat einen dritten Teil zu lösen, den Sie hier sehen. Die Spangen Nord in der Stadt Luzern. Die hat die Zielsetzung, die Stadt Luzern, den nördlichen Teil vom Verkehr zu entlasten, dass auch Massnahmen für den öffentlichen Verkehr möglich sind.
Die Spangenort geht vom Schlossberg bis auf den Anschluss der bestehenden Autobahn im Lochhof und in den Fluemühle. Zu viel Papier ist nie gut. So Erwartungen ab und zu formulieren, das ist relativ einfach. Die Projekte die müssen auch finanziert werden können. Und auch hier sieht der Regierungsrat eine grosse Herausforderung. Wir zählen darauf, dass trotz dem steigenden finanziellen Verteilkampf die Projektfinanzierung beim Bund innerhalb von den bereits von der Frau Bundesrätin erwähnten Gefäßen priorisiert und auch realisiert werden. Also während Mittel für den Gotthard als Sanierungsprojekt aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr stammt, die für den Betrieb und für den Unterhalt vorgesehen sind, soll der gezeigte Bypass Luzern als Projekt zur Engpassbeseitigung aus dem Infrastrukturfonds finanziert werden. Komm, zusammengefasst der Position der Luzerner Regierung zum Gotthard. Die Regierung spricht sich grundsätzlich für ein Ja aus für die zweite Röhre. Drei Hauptgründe sehen wir hier dafür. Es ist eine zukunftsorientierte Investition, die nicht wieder in 40 Jahren wiederholt werden muss, wenn es dann wieder eine Sanierung braucht. Die Sicherheit wird erhöht. Die Anbindung vom Kanton Tessin ist voll gewährleistet. Allerdings haben wir bei unserer Haltung, die wir vor 2 Jahren abgegeben haben, Bedingungen formuliert. Wir wollen keine Kapazitätserhöhung und wir wollen keine finanzielle Konkurrenzierung. Wir wollen die Realisierung vom Gesamtsystem Bypass für unsere Verkehrsprobleme in der Agglomeration in den Griff bekommen. Soweit, sehr verehrte Damen und Herren, die Haltung der Luzerner Regierung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin einen interessanten Abend. Besten Dank, Regierungsrat Robi Küng. Die Position heisst also Ja, aber mit Bedingungen. Wenn ein Handwerker, ein Gewerbler im Stau steht, so steht auch das Geschäft still. Wenn die Verkehrsinfrastruktur nicht vorhanden ist oder nicht funktioniert, so ist der Austausch von Gütern, Waren, Dienstleistungen und Personen erschwert. Um den Zusammenhang zwischen Wirtschaft von Luzerner KMUler und der Gotthardröhre geht es in der zweiten Position. Die wird vortragen vom Gaudenz Zemp. Er ist Direktor vom Gewerbeverband Kanton Luzern, eine der Partnerorganisationen der heutigen Veranstaltungen. Und seit dem Frühling ist er auch für die FDP im Kantonsrat. Gaudenz, du hast das Wort. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter AWG-Präsident, geschätzte Ständeräte und Nationalräte, geschätzte Regierungsräte, sehr geehrte Damen und Herren. Das durchschnittliche Luzerner KMU hat 6 Mitarbeitende, es macht knapp 1 Million Franken Umsatz und kämpft so hart an der Gewinngrenze. Es ist sozusagen too small to save. Das heisst, wenn es Schwierigkeiten hat, kommt kein Staat retten. Darum den KMU im Allgemeinen die Schwierigkeiten gerade am Anfang schon vermeiden. Sie haben darum gerne einfache, überschaubare Lösungen. Die Konkurrenz ist hart, die Unsicherheit im Markt ist hoch. Keiner kann einem sagen, ob man in 5 Jahren die Kunden von heute noch hat. Dennoch müssen wir Unternehmer investieren regelmässig. Und das mit Geld aus dem eigenen Sack. Teilweise sogar aus Pensionskassen und mit Hypotheken. Man überlegt sich darum eine Investition sehr gründlich. Man investiert nur, wenn die Investition nachhaltig und gewinnbringend ist. Diese Umstände
die prägen die Wahrnehmung aus der Sicht der KMU. Aus dieser Froschperspektive heraus beurteilt man ein politisches Milliardenprojekt wie die Sanierung von einem Gotthardtunnel vielleicht ein bisschen nüchterner. Die erste Frage, die man sich als Unternehmer bei einer Sanierung stellt, ist die Investition wirklich von allererster Priorität? Der Gotthardtunnel verbindet Süddeutschland mit Norditalien. Das sind zufälligerweise für uns die beiden wichtigsten Handelspartner. Viele Luzerner Unternehmungen haben Ableger, Filialen und Partner im Tessin. Dachsen, Luzern, Sursee ist das wirtschaftliche Ausbaugebiet des Kantons Luzern. Gemäss dem Richtplan wollen wir genau dort wachsen. Mit anderen Worten, die Verbindung Basel-Chiasso ist für Luzern und die gesamte Zentralschweiz die Hauptachse. Sie ist sozusagen das verkehrstechnische Rückgrat. Und als KMU stellt man sich die Frage, wenn wir hier wirklich basteln. Wenn wir genau an dem erfolgskritischen Strassennerv so riskant operieren, dass wir grob fahrlässige Kauf nehmen, am Schluss für gut 3 Jahre gelähmt zu sein. Wenn nun also feststeht, dass man mit erster Priorität und dringend muss sanieren, so denken die KMU in Szenarien. Was gibt es für Lösungswege? Beim Gotthard liegen 2 vor. Ein einzelner Sanierungstunnel oder eine verstreute Gruppe von Verladestationen. KMU nehmen jetzt bewusst die Emotionen raus und bewertet ganz rational die beiden Varianten. Welches ist die bessere? Bewertungskriterien für KMU habe ich schon erwähnt. Erstens ist die Lösung einfach. Zweitens ist sie nachhaltig. Drittens ist sie gewinnbringend. Der Sanierungstunnel schneidet überall besser ab. Erstens, der Tunnel ist einfach. Wir wissen genau, was wir zu erwarten haben, denn wir haben schon einmal genau so einen Tunnel gebaut. Wer hingegen hat Erfahrung mit so gigantischen Verladestationen? Wir wissen zudem exakt, wo der Tunnel hinkommt. Wer hingegen sucht in den Kanton die nötigen Standorte für die Verladestationen? Wer macht das? Macht das die NAGRA? Die NAGRA, die Erfahrungen hat mit solchen Suchaktionen. Der Tunnel hat Kapazität für die nötigen 5 Millionen Durchfahrten. Die rollende Landstrasse bringt es hingegen höchstens auf 3,8 Millionen Fahrzeuge, die es durch den Berg durchbringen. Das ist einfach zu wenig und das führt zu Pannen. Und das haben wir vorhin schon gesehen beim Vortrag von der Frau Leuthard bei ihrer PowerPoint-Präsentation. Zweitens, der Sanierungstunnel ist nachhaltig. Er erfüllt künftig die Normen. Wäre der Tunnel im letzten Jahr schon nach den heutigen Normen gebaut worden, hätte man dort schon müssen 2 Röhren bauen. Es erstaunt uns KMU, dass jetzt die Normen der Tunnelgegner völlig ignoriert werden. Notabene von Gruppierungen, die sonst in unseren Augen recht regulierungs- und normierungsgläubig sind. Der zweite Tunnel kann man zudem bei der nächsten Sanierung in gut 30 Jahren wieder einsetzen. Wo hingegen bleibt die Nachhaltigkeit der Verladestationen? Natürlich abgesehen vom Alteisen, wo man rezyklieren kann. Drittens, der Sanierungstunnel ist gewinnbringend. Er schafft Sicherheit, denn der Gegenverkehr fällt weg. Er schafft Flexibilität, denn wenn eine Röhre wegen einem Unfall geschlossen wird, gibt es eine Ausweichmöglichkeit. Und drittens ist er ein Bauwerk, das einen Wert darstellt. Auch der Bundesrat und das Parlament sind offensichtlich bei ihrer Nutzwertanalyse zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Als KMU fragt man sich darum, warum kommt so ein eindeutiges Geschäft überhaupt vor das Volk? Stimmen wir künftig auch über die Sanierung von Autobahnbrücken am Genfersee ab? Kommt die Sanierung vom Belchentunnel nächstens auch an die Turnen? Was ist der Grund für die aus Sicht von einem Laien eigentlich völlig überflüssige Abstimmung? Vermutlich liegt es am Gotthard. Der Gotthard ist ein mystischer Ort in den verromantisierten Alpen. Schon die erste Brücke über die Schöllene ist von Sagen umwoben. Dort hat der Teufel höchstpersönlich und auch ein Geissbock noch eine Rolle gespielt. So wird am Gotthard schnell aus einem banalen Sanierungsprojekt eine versehrsstrategische Weichenstellung gemacht.
Aus einem ausfinanzierten und kalkulierbaren Bohren von einem Loch durch den Berg wird eine Gefahr für den Alpenschutz, für die Verfassung und für die Stadt Luzern gemacht. Nur drei Beispiele, was alles hineininterpretiert wird. Die EU wird die Schweizer Presse alle vier Spuren in Betrieb zu nehmen. Als Beweis für das wird das Knacken des Bankgeheimnisses angeführt. Das Bankgeheimnis ist tatsächlich von außen ausgehöhlt worden, aber nur, weil wir es innen nicht im Griff haben. Wenn natürlich bei den Banken bis ins höchste Kader rauf betrügerisch geschaffen wird, dann wird man erpressbar. Beim Gotthard geht es aber um einen Trossentunnel und wir können beim besten Willen nicht einsehen, was hier dran illegal sein soll, wenn man die Sicherheit von einem Tunnel erhöht. Das sieht übrigens die EU ganz genau gleich, wie wir haben können hören. Sie sehen keine Verletzung vom Landverkehrsabkommen, wenn man diese Tunnelöhren durch die Einspurung befahren. Die Einspurigkeit des Tunnels ist auch in der Verfassung festgeschrieben. Einen stärkeren Schutz können wir jetzt Gottes Namen in der Schweiz nicht. Und wer nicht an die Sicherheit von einer Verfassung glaubt, dann kann der Nationalstaat gerade vorsorglich ganz auflösen. Dann wird behauptet, wenn der Gotthardtunnel käme, müssen wir auf den Bypass verzichten. Frau Leuthard hat vorhin gesagt, sie garantiere, dass die Projekte aus zwei Töpfen finanziert sind. Beide Projekte haben nichts miteinander zu tun. Wenn etwas den dringend nötigen Bypass gefährdet, dann ist es die Inaktivität von einigen von den zuständigen Personen. Der Bypass kommt mit dem Gotthard, aber er kommt nicht ohne Spangenort. Der Herr Regierungsrat König hat vorhin kurz gezeigt, wo die Spangenort ist. Die Spangenort, das ist eine Zubringerstrasse, die durch städtische Wohnquartiere durchführt. Wir reden also von einer Herkulesaufgabe. Es muss eine Kantonsstrasse auf städtischem Gebiet für ein Bundesprojekt gebaut werden. Die Folge, die Stadt sagt, ist Sache vom Kanton, Kanton sagt, Sache vom Bund, der Bund sagt Kanton, Kanton sagt Stadt, Stadt sagt Kanton. Für uns von der KMU stellt sich die Frage, wäre das nicht für unsere Standesvertreter vom Kanton Luzern? Könnte nicht hier zum Beispiel ein erfahrener Ständerat die nötige Vermittlungsarbeit leisten zwischen Stadt, Kanton und Bund? Müssten nicht die fähigsten Politiker jetzt genau hier ihre Energie einsetzen und volle Kraft für den Bypass kämpfen? Dafür könnte man einen banalen Sanierungstunnel am Gotthard vielleicht den Fachleuten beim Bund überlassen. Als drittes wird gesagt, der Gotthard bringe in Luzern mehr Verkehr. Wie ist das möglich, wenn weiterhin genau gleich wie bisher zwei Spuren durch den Gotthard durchführen? Mehr Verkehr wird es aber tatsächlich geben, aber nicht wegen Gotthard. Die Experten rechnen bis 2030 mit 30% mehr Mobilitätsbedarf in der Agglomeration Luzern. Dieser Bedarf soll vollkommen vom ÖV aufgenommen werden. Die SBB müssen darum ihre Kapazität innerhalb von 15 Jahren um sagen und schreiben 50% erhöhen. Dabei ist die SBB jetzt schon am Anschlag. Wenn die SBB das Wachstum ohne grobe Pannen schaffen will, so ist sie enorm gefordert. Müssen wir sie jetzt wirklich dazu verknurren, neben dieser Aufgabe noch eine Autobahn durch den Gotthard durchzuziehen? Aus Sicht der KMU geht es nicht darum, das Verkehrswachstum zu verhindern, sondern ihm Effizienz zu begegnen und entsprechende Chancen zu nutzen. Fließender Verkehr ist für die Wirtschaft Dünger. Die Entwicklungen sind immer entlang von der Verkehrsachse erfolgt. Weltweit erleben wir eine rasante Urbanisierung. In Luzern verfolgen aber gewisse Kreise offensichtlich keine Urbanisierung, sondern eine Sankturbanisierung. St. Urban ist auch einmal an einer wichtigen Handelsroute gelegen, nämlich von der von Straßburg über Basel nach Mailand. Darum hat es dort ein grosses Kloster gegeben als Zentrum. Dann hat sich die Verkehrsoder aber geografisch verlagert. Das Resultat kennen alle Luzerner. Ein riesiges Kloster, wunderschön, aber zumindest auf der grünen Wiese und wirtschaftlich tot. Geld verdient dort nur noch der Denkmalschutz und spezialisierte Stuckateure und Altmöbelschreiner. Kann so eine Sankturbanisierung wirklich das Ziel von Luzern sein? Die Mobilität wächst sowieso, man kann sie jetzt verteufeln oder man kann sie gezielt nutzen. Damit möchte ich abschließend zusammenfassen. Emotionslos und sachlich betrachtet ist eine ergänzende Röhre
Aus KMU-Sicht die sinnvollste Variante. Die Variante erfüllt unsere Kriterien am besten, denn sie ist einfach, sie ist nachhaltig und sie ist gewinnbringend. Mag sein, dass wir KMU manchmal ein bisschen kleingeistig sind und nicht den weitesten Horizont haben. Vielleicht sehen darum gewisse grosse Firmen der Gotthard ein bisschen anders. Grosse Firmen wie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Emmi. Vielleicht ist eine Firma wie Emmi weniger auf einen funktionierenden Strassenverkehr angewiesen. Vielleicht kann sie besser über 3,5 Jahre auf eine verlässliche Nord-Süd-Achse verzichten. Ich kann nur für die Luzerner KMU sprechen. Die sind auf einen sicheren Gotthard angewiesen. Und die KMU machen zufälligerweise 99% der Luzerner Unternehmungen aus. Ich danke darum ganz herzlich den Organisatoren, dass KMU heute am Abend auch zu Wort gekommen sind. Und Ihnen, geschätzte Gäste, danke ich herzlich, wenn Sie am 28. Februar an die Luzerner KMU denken. In diesem Sinn verabschiede ich mich mit dem Gotthardtunnel. Sicher ja. Danke, Gaudenz Zemp. Danke für die Position. Total emotionsfrei vorgebracht. Trotz der klaren Ausführungen von der Frau Bundesrätin, der klaren Informationen, kann man das Ganze natürlich auch anders sehen. Auch im bürgerlichen Lager. Und wir haben gefunden, bei der Organisation von dieser Veranstaltung, keine Angst vor dem Widerspruch, keine Angst vor der Debatte. Wir wollen auch diese Position im Originalton hören. Und die wird jetzt eben vertreten durch den schon angesprochenen Ständerat Konrad Graber, CVP-Ständerat vom Kanton Luzern. Du hast das Wort. Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, zuerst zwei Vorbemerkungen. Erstens, ich schätze unsere Bundesrätin. Wir sind in 99% der Fälle einig. Am 5. Durchstich am Gotthard ist das nicht der Fall. Man darf aber, wie der Kurt Bischof gesagt hat, in dieser Frage auch zwei Meinungen vertreten. Selbst die wirtschaftsnahe NZZ hat kürzlich in einem Leitkommentar titelt zu dem Projekt teuer, ineffizient und aus dreierlei Gründen ungeeignet. Zweite Vorbemerkung, ich schätze auch das Tessin. Darum bin ich auch für eine durchgehende Verbindung, auch während der Sanierung. Und die Sanierung darf auch etwas kosten, nämlich 1,7 Milliarden ist vorgesehen, zu dem würde ich zustimmen, inklusive Verladestationen, wenn es nötig ist. Das Astra bringt da immer andere Varianten. Ich bin aber jetzt für 3 Milliarden, wo das würde kosten, wenn man eine zusätzliche Röhre baut, mit zusätzlichen Betriebs- und Unterhaltskosten von jedem Jahr zusätzlich 25 bis 40 Millionen. Das gibt dann über die Lebensdauer noch einmal 1,6 Milliarden Franken. Auch die Sanierung kann positiv erfallen. Sie sehen hier ein Bild, wie das aussehen könnte. Mit einer mittelblanken, absenkbaren. Es gibt Experten, die sagen, dass das möglich ist. Die Frequenzen am Gotthard, ist bereits gesagt worden vom Baudirektor, sind 17'000 pro Tag. Am Rüsport-Tunnel sind es 95'000, das heisst 5-mal mehr. Mit anderen Worten, Probleme liegen eben in den Agglomerationen. Sie haben hier, wenn Sie eine gute Geografiekenntnisse haben, noch Mühe, den Gotthard überhaupt zu sehen. Und darum, meine Damen und Herren, ist der Gemeindepräsident von Chiasso, FDP, der Gemeindepräsident von Mendrisio, CVP, der Gemeindepräsident von Bellinzona gegen das Projekt.
und öffentlich nennt sie das kund. Jeder Unfall, meine Damen und Herren, ist ein Unfall zu viel. Aber was sind Fakten? Die Unfälle auf dem Gotthard-Strassentunnel machen schweizweit 0,026% aus. Der Sicherheitsgewinn, den es gibt, zweifellos, der mit 2 bis 3 Milliarden mehr finanziert wird, wird bereits wieder kompensiert, ausgeglichen, fertig gemacht, wenn auf der Strecke Giasso Basel das Verkehrsvolumen 3% zunimmt. 3% zunimmt, das ist das, was wir etwa 2 Jahre automatisch haben. Das sind die Fakten. Ich komme jetzt zu den Finanzen. Ich gehe nicht auf die Gefäße ein. Man könnte das genau anschauen, das sind relativ komplizierte Darstellungen. Klar ist, auch für mich als Unternehmer in Franken können sie einmal ausgeben und nicht zweimal. Ein beachtlicher Teil der Befürworter der zweiten Röhre, nicht alle, Kollege Filippo Lombardi gehört nicht dazu, aber ein beachtlicher Teil, meine Damen und Herren, ist auch für die Initiative für eine faire Verkehrsfinanzierung, die sogenannte Milchkuh-Initiative. Der Effekt dieser Initiative ist, dass der Bundeshaushalt um 1,5 Milliarden belastet wird. Und das wird dann gemäß Botschaft vom Bundesrat etwa zu folgenden Sparmaßnahmen führen. Es ist klar, dass solche Sparmaßnahmen auch Kantone werden treffen. In seiner Botschaft hat der Bundesrat das auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Von dieser Abstimmung redet heute niemand. Die kommt im Juni voraussichtlich zur Abstimmung. Und meine Damen und Herren, und jetzt rede ich wieder an die Unternehmer, Gewerbeverbandsdirektor, dass diese Initiative steht in direkter Konkurrenz zur Unternehmenssteuerreform 3. Und sie werden sich müssen entscheiden, was sie wollen. Wenn sie das wollen, eine solche Finanzierung, dann ist Unternehmenssteuerreform 3 tot. Und wenn sie die Unternehmenssteuerreform 3 wollen, dann werden sie diese Initiative müssen ablehnen. Das ist eine Art der Finanzierung, wie ein grosser Teil der Unterstützer, von der zweiten Röhre, sie sind zum Teil im Initiativkomitee, uns beliebt machen. Das zeigt auch auf die Knappheit der Mittel in der Strassenrechnung. Und da sehen Sie, dass in der nächsten Zeit, ich versuche jetzt ein bisschen weiter zu schauen aus dem Raum Luzern, was alles geht, was Güterströme angeht. Der Suezkanal ist eröffnet worden mit einem zweiten Arm. Wir werden in Ligurien Ausbau haben von den Kapazitäten. Wir haben in Rotterdam Ausbau von Kapazitäten. Die OECD rechnet bis ins Jahr 2050 mit einer Verdreifachung vom Güterverkehr in Europa. Meine Antwort an den Direktor des Gewerbeverbandes ist, wir haben heute Stau in Luzern. Das Gewerbe und die Wirtschaft leiden heute darunter. Und der Bypass ist ein zentrales Anliegen. Nur was bis heute nicht gesagt worden ist, dass der Bypass ein Etikett hat. Das Etikett ist in der Botschaft vom NAF deklariert mit 2040. 2040 ist nicht der Preis, sondern 2040 ist Realisierungsjahr. Ich bin dann 82, unsere Bundesrätin geht dann auch gegen die 80. Und auch das Ganze, das tun ja alle natürlich da innen. Und das basiert dann noch auf einer Benzinpreiserhöhung von 15 Rappen. Auf 15 Rappen. Die augenblicklichen Verhandlungen, wo ich mich energisch einsetze, dass der Bypass kommt, sind im Augenblick etwa 4 Rappen. Sie können erraten, was mit diesem Projekt 2040 passiert. Die rutschen sicher nicht nach vorne, die rutschen nach hinten. Wir haben dann im Jahr 2030 2 Röhren, vielleicht im Jahr 2050 einen Bypass. Ich prognostiziere unsere Agglomeration, aber auch in der Landschaft, die darauf angewiesen ist, dass sie Zugang hat zu dem Zentrum, ein absolutes Verkehrschaos. Ein Bau,
von einer zweiten Röhre wird eine Sogwirkung haben aufgrund von all den Güterverkehr, die zunimmt, auf unser Land, auf Transitachs. Am Brenner sieht man bereits, was heute ist, Sache ist. Ein Brenner ist vierspurig befahren. Dort hat man doppelt so grosse Frequenzen wie am Gotthard. Der Verkehr sucht den Weg vom geringsten Widerstand. Das wird bei einer zweiten Röhre, ob sie die aufmachen, die zweite Spur oder nicht, wird zwangsläufig der Gotthard sein. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Schluss. Mit der Ablehnung machen Sie den Weg frei für eine andere Sanierungsvariante, eine günstigere Variante, die der Tessin jederzeit erreichbar macht und die auch ermöglicht, die Kapazitäten von der NEAT, die 3 Monate nach dieser Abstimmung eröffnet wird, voll zum Tragen zu bringen. Gefordert ist eine Lösung, die uns als Schweiz nicht erpressbar macht und verhindert, dass wir von einer Verkehrslawine überrollt werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke, Conny Graber. Wir haben also jetzt 3 Positionen. Erstens Ja mit Bedingungen, zweitens Ja unbedingt, drittens Nein auf gar keinen Fall. Nach diesen Informationen und Positionen kommen jetzt Diskussionen. Und die Debatte wird geleitet von Kari Kählin. Der Kari Kählin, 39, Historiker, kommt von Schweiz, nein, von Einsiedeln, das sind ja Welten von Einsiedeln. Und er ist Leiter vom Ressort Inland von der Neuen Luzerner Zeitung. Mit Freude darf ich Ihnen jetzt eine Top-Garde von der Meinungsbildung in der Gotthard-Abstimmung hier vorne ankündigen. Ständerat Filippo Lombardi, Nationalrat Thierry Burkhardt, Nationalrätin Regula Ritz und der Regierungsrat Markus Züst. Der ganze Saal freut sich, dass ihr Zeit genommen habt, dass ihr hierher gekommen seid. Der ganze Saal heisst euch mit einem starken Applaus hier oben willkommen. Die anderen sind noch froh, noch mehr froh. Aber die Problematik ist bekannt. Mit 7 Millionen Fahrzeugen, die durchfahren pro Jahr, das gibt umgerechnet 1 Milliarde Kreuzungen pro Jahr. 1 Milliarde. Ich glaube, wir sind unglaublich glücklich gewesen in allen diesen
35 Jahren, dass es so wenig Unfälle gegeben hat. Wir haben die Zahlen vorher gehört. Es hat relativ wenig Unfälle gehabt, wenn man rechnet mit der Gefahr. Und tatsächlich, wenn es Unfälle gehabt hat, dann waren vielleicht ausländische Lastwagenfahrer, die als Opfer zu erwähnen waren. Ich stelle immer die Frage, was passiert am Tag, wenn zwei Schweizer Reisecars so einen Frontalunfall machen? Dann wird die ganze Schweiz schreien, warum hat die Politik nicht früher gehandelt? Was haben Sie, Frau Bundesrätin, gemacht? Wie konnten Sie so eine gefährliche Lage so lange tolerieren? Das wird das Geschrei sein. Also ich glaube, die Gefahr ist da. Im Spital Faido werden alle paar Wochen einige Leute eingeliefert, die nach der Fahrt einen Schock haben, eine Platzangst bekommen. Und es ist bekannt den Ärzten dort in Faido, dass sie Leute behandeln müssen nach der Durchfahrt. Ich glaube, wir müssen wirklich diese Sicherheit erhöhen. Und ich glaube, wir müssen auch, vielleicht auch in Muri, fragen Sie mal Ihren Ärzten. Vielleicht, ich muss aber eine Kleinigkeit doch sagen. Herr Regierungsrat, ich musste schmunzeln, wenn Sie gesagt haben und geschrieben haben, Anbindung des Tessins an die Schweiz. Ja. Am Rest der Schweiz. Okay. Und das ist das Problem. Sie haben uns erobert, die tapfere Urner damals, die Leventina, dann die Waldstädte, Bellinzona und dann die 12 Kantone, den Rest des Tessins haben Sie erobert. Jetzt gehören wir, für Gute und Böse, gehören wir diesem Land und wir möchten dabei bleiben. Ja, erstens mal bin ich sehr froh, dass der Kanton Tessin zur Schweiz gehört und hoffentlich, dass es auch so bleibt. Also ich glaube, das ist für uns alle sehr wichtig und darum brauchen wir auch während der Sanierung von dem bestehenden Gotthard-Strassentunnel eine gute Lösung, die es ermöglicht, dass es auch so bleibt. Wir werden ja nachher dann noch auf die Frage zu reden kommen, wie der Plan B wird aussehen. Und eure Frage ist jetzt, ist eine zweite Röhre, die wir jetzt bauen würden, die wir nachher je einspurig betreiben, nicht eine sichere Variante? Natürlich ist eine zweite Röhre sicherer. Das ist überall so, wo man heute in einem Tunnel, der nicht richtig getrennt ist, würde eine zweite Röhre bauen. Allerdings denke ich, darf man die Situation auch nicht überdramatisieren. Der Bundesrat selber hat in seinen Unterlagen immer wieder geschrieben, der Gotthard-Strassentunnel ist einer der sichersten Abschnitte im Nationalstrassennetz. In den Tunnel innen sind es sicherer als außerhalb. Und der Konrad Graber hat bereits auf etwas ganz Wichtiges hingewiesen. Es hat einen ausführlichen Bericht gegeben von der Beratungsstelle für Unfallverhütung, wo das hat angeschaut hat und wo auch hat festgestellt, das ist auch schon erwähnt worden von einem anderen Referenten noch, dass es sicherer wäre, eine so eine zweite Röhre zu bauen und die Richtungsgetrenntheit einzuführen, aber nur solange das nicht zu Zusatzverkehr führt. Ab 3% Zusatzverkehr, und das ist bereits in der Prognose vom Bundesrat drin, wie sich der Verkehr in diesem Tunnel oder in diesen beiden Tunnels nachher wird entwickeln, wird der Sicherheitsgewinn eigentlich schon wieder wettgemacht. Und darum ist das Wichtigste aus unserer Sicht, auch von den Grünen und von den Alpenschützern her, dass wir das durchführen, was die Bevölkerung wollte, nämlich, dass wir vor allem die gefährlichen Lastwagen so stark als möglich auf Bahn verlagern, also die Transitlastwagen, also mit der NEAT, wo wir 24 Milliarden Franken dafür zahlen, dass wir den Transitverkehr
auf die Schiene verladen, haben wir ganz starke Verbesserung der Sicherheit. Das Zweite ist, mit der Sanierung des bestehenden Tunnels, darum geht es auch so lange, wird die Sicherheit auch schon ausgebaut. Es gibt breitere Sicherheitsbanketten, die Decke wird ja auch noch erhöht. Also dort kann man die Sicherheit auch verbessern. Und darum ist es für uns klar, jeder Unfall, der passiert, ist einer zu viel. Aber das wisst ihr auch, es gibt nie eine richtige Sicherheit, eine hundertprozentige Sicherheit. Der letzte ganz grosse Tunnelunfall ist an einem Ort passiert, wo es genau die Situationen gab, die ja jetzt befürworten wollen. Zwei richtig getrennte Tunnel, nämlich dann im Kanton Wallis. Das war der grösste Tunnelunfall in den letzten Jahren in so einem System, das mit zwei Röhren funktioniert. Darum wissen wir, das Wichtigste ist, dass die Geschwindigkeit eingehalten wird, dass die Leute sich bewusst sind, welche Verantwortung sie haben und dass man das Geld, das wir haben, dort einsetzen, wo es auch Sicherheitsprobleme hat. Der Bundesrat hat immer gesagt, der Gotthardtunnel ist nicht auf der höchsten Prioritätenliste bei Ihnen, bei unsicheren Verhältnissen auf Nationalstrassen. Also muss man dort anfangen, wo es am unsichersten ist. Und das ist auch im städtischen Raum, in den Agglomerationen. Und denke, dort ist das Geld auch sehr gut eingesetzt. Ein Bruchteil des Geldes wird dort auch schon zu sehr viel mehr Sicherheit führen. Und Ihre Worte, das haben wir gehört, wenn ich euch gezeigt habe, Sicherheitsbünde durch ihr Wegfressen, durch Leben geht, und es ist eigentlich klar, dass ein angeblich sichere Route dann auch mehr Verkehr anzieht. Also zuerst müssen wir mal zur Kenntnis nehmen, wir reden hier nicht über eine verkehrspolitische Vorlage, sondern wir reden über eine Sanierung. Über eine simple Sanierung von einem Tunnel. So einfach ist das im Grunde genommen. Und jetzt müssen wir einfach bewerten, was ist die beste Variante, um den Tunnel zu sanieren. Und da kann man gegenüberstellen und selbstverständlich haben alle Varianten Vor- und Nachteil. Aber ich glaube, es ist vorher auch gut aufgezeigt worden von der Frau Bundesrätin, die Variante mit der zweiten Röhre ist nun mal einfach die beste Variante. Warum? Ich komme gerade noch auf die Sicherheit. Aber zuerst einmal noch wegen der Nachhaltigkeit. So unbestritten, wie es heute ist, dass man sanieren muss, so unbestritten wird es in 30 oder 40 Jahren wieder sein, dass man sanieren muss. Und dann wird man wieder vor der gleichen Situation stehen und dann wird man wieder darüber diskutieren, wenn wir jetzt nicht eine zweite Tunnelröhre bauen, machen wir eine zweite Röhre oder machen wir wieder eine Situation, wo man alles aufbaut und wieder abreißen für ganz viel Geld. Und im Übrigen, wenn man solche Verladestationen bauen muss, riesige Betonanlagen, eben etwa 20 Fußballfelder Grösse, dann ist es noch lange nicht klar, dass sie überhaupt gebaut wird. Weil die Gegenden, die herkommen sollten, die wehren sich mit Händen und Füßen. Beispielsweise der Kanton Uri hat in einem Bericht 2012 aufgezeigt, Kanton Uri, die Regierung hat gesagt, man muss eine Verladestationslösung machen, aber einfach ja nicht bei uns. Und hat dann aufgezeigt, es gibt zwei Varianten in der Schweiz und drei Varianten im Kanton Aargau. Ja, mei, haben Sie das Gefühl, die Gegenden haben darauf gewartet. Also wenn man diese Lösung würde wählen, dann könnte man dann noch jahrelang darauf warten, dass es überhaupt eine Sanierung gibt, bis es überhaupt realisiert werden kann, wie sich die Gegenden wehren. Aber auch wenn man darauf schaut, was mit der Sicherheit zu tun hat. Da muss man doch einfach die Gelegenheit, die sich jetzt bietet, um den unsicheren Tunnel können sicherer zu machen, muss man nutzen. Es hat einen europäischen Bericht gegeben, gerade kürzlich, wo einverstanden, nicht alle Tunnel in Europa, aber einige Tunnel in Europa auf die Sicherheit überprüft hat und hat festgestellt, von all diesen Tunneln ist der Gotthardtunnel der unsicherste Tunnel, der überprüft worden ist. Warum? Verschiedene Gründe, aber Hauptgrund, weil er nicht sich richtig getrennt worden ist. Wir haben seit 2001 180 Unfälle gehabt. Über 100 sind mit schwer oder leicht verletzt gewesen und 21 Tote. Und das sollten wir verhindern. Und da, glaube ich, ist es nicht ganz fair, wenn man wie die Regularität tut, die einen Unfall gegen die anderen und die eine Sicherheit gegen die anderen ausspielen, sondern es geht darum, dass wir da Gelegenheit haben, um Sicherheit zu schaffen. Die sollten wir wahrnehmen. Was ist jetzt mit dem Mehrverkehr, weil wieder mehr Unfälle generiert? Da habe ich versucht, am Anfang zu sagen, es ist keine verkehrspolitische Vorlage. Es wird nur den Mehrverkehr geben, den es ohnehin schon gibt. Wir wissen, dass es jedes Jahr 1,5% Mehrverkehr gibt im Durchschnitt. Das ist normal so, wenn man Bevölkerungswachstum hat und ein Wirtschaftswachstum. Und selbstverständlich gibt Mehrverkehr auch ein grösseres Risiko, insbesondere in den Strassen, die massiv überlastet sind, eben gerade wegen Auffahrunfall und anderem. Aber jetzt einfach zu sagen, ja, es gibt ja sowieso Mehrverkehr und es gibt sowieso ein grösseres Unfallrisiko und darum verzichten wir jetzt einfach mit Gotthard auch noch darauf, dass wir mehr Sicherheit schaffen. Ich glaube, das, geschätzte Damen und Herren, ist zynisch und da tut die Verkehrssicherheit auf dem Altar von der Ideologie opfern.
Markus, sonst, wenn man so die Videos von einem Polizei anschaut, dann sieht man haarsträubende Manöver. Da gibt es Leute, die im Tunnel kehren oder Leute, die in die Luft nicht in Picknicken gehen oder die den Motor verrichten. Und damit hat eigentlich auch Turnerpolizei mehr zu tun. Aber sie sind trotzdem gegen die zweite Röhre. Wie kommen Sie zu diesem Befund? Ja, geschätzte Damen und Herren, zuerst einmal besten Dank, dass wir als Urner Regierung die Position da vertreten dürfen. Ich glaube, es ist gerade bei diesen Themen, die angesprochen wurden, sind sehr wichtig, dass wir auch unsere Sicht der Dinge machen dürfen. Zuerst zur Sicherheit. Einfach nur eine Bemerkung persönlicher Art. Ich bin 12 Jahre Baudirektor in dem Kanton Uri, bin bis 2008 verantwortlich gewesen mit dem Kanton Tessin zusammen für den Betrieb von diesem Tunnel. Wir wissen, dass Sicherheit ein sehr emotionales Thema ist. Wir haben uns echt Mühe gegeben, immer die besten Lösungen zu machen mit dem Bund zusammen, und die hat man auch angebracht. Wenn man jetzt so das als wirklich total unsichere Situation anschaut, dann müssten wir jetzt sofort zutun. Weil mindestens 15 oder 20 Jahre führen wir nur den Betrieb von diesem Tunnel. Und da möchte ich einfach ein bisschen Respekt auch, wenn man das Thema Sicherheit anspricht, dass die verantwortlichen Leute eigentlich mit dem versuchen, sorgsam umzugehen. Und die Zahlen, die der Conny Graber zeigt, zeigen sehr eindrücklich, dass wir eigentlich mit dem Bund zusammen, und da ein Kompliment auch an Sie, Frau Bundesrätin, und Ihre Leute, dass man diesen Sicherheitsaspekt immer Rechnung trägt. Das ist einfach die Bemerkung, dass das nicht einfach das Hauptthema ist, das wir dann vernachlässigen, sondern wir arbeiten Tag für Tag an dem. Zum Thema, wieso ist der Kanton Uri dagegen? Ich glaube, der Kanton Uri ist seit Jahren eingebunden in die Verkehrspolitik, die die Schweiz in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Das war eine sehr gesamtheitliche, sehr umsichtige Politik. Wir haben ein Landverkehrsabkommen gemacht mit Europa. Wir haben die NEAD angeboten. Wir haben einen LSV angemacht. Wir machen jetzt einen 4-Meter-Korridor. Und das alles ausgerichtet heisst, wir wollen die auf die Schiene verlagern. Und wir meinen, zu Recht meinen wir, dass wenn wir jetzt die zweite Röhre bauen, bevor die NEAD in Betrieb ist und bevor wir wissen, ob die NEAD funktioniert, dass das eine grosse Gefahr ist, dass irgendwann einisch dann die 4 Spuren aufgemacht werden und dann die Lastwagenlawine auf uns zukommt. Was für ein Kanton Uri als sensibler Kanton in einem Alpengebiet sehr, sehr problematisch wäre. Und da wird jetzt auch mal bemerken, etwas, es wird immer gesagt, wir denken an der Frau Bundesrätin oder an den Verantwortlichen im Parlament Gesetzesuntreue vorwerfen, weil wir glauben nicht, dass das Gesetz entsprechend eingehalten wäre. Überhaupt nicht. Die Verfassung und das Gesetz ist da, da wird man müssen abstimmen. Aber wenn man mal etwas gebaut hat und wenn der Druck da wird kommen und der kommt, wenn wir die Zahlen sehen, die auf uns zukommt, dann wird es noch einfach sein, am Schweizer Volk klarzumachen, jetzt machen alle 4 Spuren auf, weil es kostet dann nicht mehr. Das ist einfach auch noch eine Betrachtungsweise, die wir haben. Und dann jetzt noch dürfen das mit den Verladestationen ansprechen. Okay, okay. Also, wir meinen, es gibt Lösungen, die klar dafür sprechen, dass wir die Sanierung machen. Wir bieten die Hand bieten der Kanton für Verladestationen, auf das kommen wir noch. Wir bieten die Hand bieten für eine PW-Verlade in Göschenen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, der Tunnel wird auch mit einer anderen Lösung nie geschlossen. Jeden Tag ist er offen. Und das ist wichtig für den Kanton Tessin, das Signal zu geben. Der Kanton Tessin und der Kanton Uri arbeiten ja seit Jahren miteinander in diesen Arbeitsgruppen, und es ist immer klar Ziel gewesen, jegliche Sanierungsvariante muss die Verbindung aufrechterhalten zum Kanton Tessin, und das schaffen wir auch. Aber wir werden noch darüber reden. Die Alternative in der Verladestation ist etwa rund 1 Milliarde günstiger. Die vom Bundesrat bevorzugte Variante und die Zeit von Spardruck müssen eigentlich den bürgerlichen Politik klar sein, was für die Position müsste vertreten. Oder haben Sie einfach die Angst, dass alle Urner, andere Fans noch von Dresdau zugehen können? Nein, nein. Also das Argument Ambri hätte ich nicht selber ins Spiel gebracht, aber wenn Sie es sagen, es ist ein Beispiel der wirtschaftlichen Probleme, die insbesondere die Leventiner, aber das ganze Tessin kennen würden bei einer langen Schließung. Ein Drittel unseres Publikums kommt aus nördlich des Gotthards, fährt durch und zurück und kommt, weil sie die Möglichkeit haben, kurz um 6 Uhr vor der Arbeit wegzufahren und noch am Abend zurückzufahren. Und wenn Sie sagen, ja, Sie könnten doch verladen, Sie könnten Auto verladen, Sie könnten den Zug nehmen, das funktioniert nicht. Das hatten wir
2001, als der Tunnel 2 Monate lang geschlossen blieb, hatten wir trotzdem blieb der Pass offen. Wir hatten trotzdem einen Rückgang, einen markanten Rückgang. 3 Jahre lang, wir wären vom Platz. Und wie wir, natürlich viele andere Firmen in der Leventina, die sind auf diese Verbindung angewiesen. Eine 3-jährige Schließung ist für sie tödlich. Als 2001 der Tunnel 2 Monate geschlossen blieb, hat die Universität der italienischen Schweiz gerechnet, was das für Auswirkungen auf die Tessiner Wirtschaft gehabt hat. 2 Monate lang nur für den Sekundarsektor haben sie gerechnet. Industrie, also Landwirtschaft und Dienste und Tourismus wurden nicht angerechnet. Nur Industrie. Es waren in 2 Monaten 32 Millionen Verluste für die Industrie in Tessin. Man kann rechnen, was das in 3 Jahren ausmachen würde. Und notabene mit Einbezug der anderen Wirtschaftssektoren und mit Einbezug der Verluste, die auch nördlich des Gotthards stattfinden würden, weil es gibt auch Luzerner Firmen, die natürlich dadurch betroffen werden könnten. Also ich glaube wirklich, wenn in allen Berechnungen der Wirtschaftlichkeit, mein guter Freund Unternehmer Conny Graber, auch die Verluste der Wirtschaft durch eine solche Schließung mit einbezieht, dann müsste man sagen, das sind Hunderte von Millionen, die niemand zurückbezahlen wird, weil es gibt auch keine gesetzliche Grundlage, um sie zurückzubezahlen. Ich war 2001 verantwortlich für den Transport des Tessiner Masseria La Pobia ins Ballenberg. Kennen Sie Ballenberg? Wurde demontiert und remontiert. Programmiert Monat November 2001, 300 Lastwagenfahrten. Und wir mussten das im November durchführen, obwohl im Oktober der Tunnel eben wegen des Brandes dann geschlossen wurde. Wir konnten das durchführen durch den San Bernardino. Rechnung für ein kleines Projekt 150.000 Franken mehr. Niemand hat das zurückbezahlt. Der Bund soll nicht zurückbezahlen. Es sind mehr Stunden, mehr Fahrstunden, mehr Benzin, mehr LSVA und so weiter. Das Ganze ersetzt niemand. Also ich glaube, für die Wirtschaft ist wirklich die Anbindung, die vollständige, immer verfügbare Anbindung von zentraler Bedeutung. Jetzt der Herr Lombardi sagt, ja, es kostet vielleicht mehr, den Bau von einer zweiten Röhre, aber für den Staat, für einen grossen volkswirtschaftlichen Schaden, für einen Kanton Tessin, aber auch unter dem Strich, dass vielleicht gleich wieder negativ wäre, wenn man auf die Verladealternative umschwenken würde. Also, wo ich mit dem Herrn Lombardi völlig einverstanden bin, und das hat ja vorher auch der Herr Regierungsrat gesagt, ist, dass Tessin in der ganzen Sanierungszeit angebunden bleiben muss. Also, das stellt ja überhaupt niemand in Frage. Und das ist für mich die ganz wichtige Ergebnis von diesem heutigen Abend, hoffentlich, dass wir euch aufzeigen können, dass mit dieser Verladelösung, dem Plan B, der günstiger ist, der vorübergehend sehr gut machbar ist, wo eine Lösung ist, wo der Bundesrat auch immer gesagt hat, man kann ein attraktives und leistungsfähiges Angebot machen. Der Verlad von den Autos wird gratis sein und der Verlad von den Lastwagen, der wird genauso viel kosten, wie man würde zahlen, wenn man auf der Strasse würde fahren. Also das Angebot ist absolut zentral für den Kanton Tessin. Das ist völlig klar. Wir müssen den Tessin, wir wollen den Kanton Tessin auch weiterhin während dieser Sanierungszeit, wo je nach Sanierungsvariante 3 oder 4 Jahre wird dauern, dass wir das erschliessen können. Und etwas ganz Wichtiges, man hat ja ausführlichste Studien gemacht, das Gotthard-Dossier ist ungefähr etwa 2 Meter hoch, wenn man alle Studien würde zusammen tun. Man hat auch ausführlichste Studien gemacht zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen von dieser Phase von der Sanierung des Strassentunnels mit den verschiedenen Lösungen, wo man das überbrücken kann. Und man hat gesehen, es wird Auswirkungen haben auf die Wirtschaft im Kanton Uri, im Kanton Tessin, aber die sind handelbar. Also das, was heute jetzt zum Beispiel mit der Frankenstärke ist passiert, das ist viel gravierender als das, was mit der Sanierung der wird passieren in 10, in 15, in 20 Jahren. Also wir reden ja von einem langen Zeithorizont und darum ist ganz wichtig, dass wir uns wirklich jetzt darauf konzentrieren, eine gute Verladelösung herzubringen, die leistungsfähig ist, die gut funktioniert, wo die Unternehmung eben nicht mehr belastet, sondern wo uns wird ermöglichen, während dieser Zeit, wo der Tunnel muss saniert werden, eine ganz gute Ersatzlösung herzubringen, damit der Kanton Tessin immer angeschlossen bleibt.
Ja, die Rigurkarte nicht gehört. Autofahrer können sogar gratis Auto verladen von Böschen auf einmal. Lastwagenfahrer zahlt 105 Franken bis jetzt. Die Anbindung von Benzin ist eigentlich garantiert. Und insgesamt kostet das Paket fast 1 Milliarde weniger als die zweite Bewerbung als bürgerliche Politiker. Also man muss die billiger einschränken. Ja, nur dann, wenn man nicht in die Zukunft schaut, sondern nur dann, wenn man einfach nur den Moment anschaut und sagt, jawohl, es ist etwa 1 Milliarde mehr, 1 Milliarde ist sehr viel Geld, und dann müsste man an sich auf die Lösung gehen, wenn man nur auf den Preis schauen würde. Aber wenn man schaut, dass es in 30, 40 Jahren eben nochmal gemacht werden muss, dann ist es eben eine nachhaltigere Lösung und dann kommt es eben günstiger. Und ich glaube, das ist die Aufgabe auch von der Politik, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Noch schnell zu den Verladekapazitäten. Da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Kapazitäten nicht unbegrenzt geschaffen werden. Also es ist vorher gesagt worden, wir haben etwa 700'000 Lastwagen, die man verladen kann. Es sind aber etwa 900'000, das heisst, der Rest muss irgendwo noch jemand anders durchfahren. Es ist nun mal einfach so, es gehen durch den Tunnel etwa 6 Züge pro Stunde, mehr gehen halt einfach nicht durch, da gibt es technische Begrenzungen, die halt einfach gegeben sind. Entsprechend kann man nicht einfach sagen, die Verladelösung tut im Grunde noch den ganzen Verkehr absorbieren, das heisst, man hat einen Umwegverkehr. Einverstanden, irgendwie ist das Tessin erreichbar. Klar ist es irgendwie erreichbar. Es ist nur die Frage, wie und zu welchem Preis. Ja, Markus, wir sind protestiert. Ich habe unter anderem auch wegen dem Sanierungszyklus, der nicht ganz ja. Kostet, ja. 30 oder 40 Jahre alt, wenn man den Tunnel sicher kann, bis 2035. Nein, ich habe ein bisschen protestiert wegen der Frage der Wirtschaftlichkeit. Ich weiss nicht, ob Sie die Studie von Helbling und Partner kennen. Die Studie von Helbling und Partner, die ist, glaube ich, im Auftrag vom SECO oder vom Astra gemacht worden. Die können Sie im Netz nachlesen. Kennen Sie, aber dann hätten Sie eigentlich die Schlussfolgerung sehen müssen, die Zeit auf 2090 berechnet, kommt die Lösung mit einer Verladeaktion günstiger als eine zweite Röhre, selbst wenn man zweimal müsste die Verladestationen wieder in Betrieb nehmen. Das sagt Helbling und Partner, ein renommiertes betriebswirtschaftliches Institut, das eigentlich die Zahlen bestätigt, dass man da eigentlich muss vorsichtig sein mit dem. Die Frage von der Wirtschaftlichkeit stellt sich ja auch ein bisschen an einen anderen Punkt. Wir haben eine NEAD-Röhre gebaut für 20 Milliarden. Und jetzt machen wir eigentlich, hat man letztes Mal jemand gesagt, man könnte eigentlich das BOMO machen. Wir machen jetzt mit dem Gotthard-Sanierung eine Umfahrungsstrasse für die NEAD, für die Lastwagen. Dann wird doch die Rentabilität von dieser NEAD untergraben. Und das ist auch etwas, was 2010 auch der Bundesrat noch gesagt hat. Es besteht eine grosse Gefahr, wenn man mit einer zweiten Röhre operieren, dass die NEAD dort in der Investition gefährden, entsprechend das wirtschaftlich nicht sich rechnen. Und das muss man auch anschauen. Das sind zwei Punkte und darum habe ich protestiert. Es ist nicht nur immer die Frage, jetzt gerade kurzfristig gesehen, sondern längerfristig. Und Helbling und Partner sagen das eigentlich sehr eindrücklich. Ihr müsst sie nachlesen. Zwei Fragen. Ist natürlich ein Neuenberger Verkehrsminister gewesen. Ja. Ja. Das ist eben das Problem. Es schwirren unendlich viele Zahlen umeinander in dieser ganzen Gotthard-Diskussion. Und jeder nimmt natürlich das, was ihm passt. Aber nur schnell wegen NEAD, ganz kurz. NEAD würde dann im Grunde noch konkurrenziert werden, wenn wir Kapazitäten ausbauen würden. Und das machen wir nicht, um Gotthard. Das ist klar aufgezeigt worden, auch vorher bereits. Gerade auch mit dem Tropfenzählersystem wird keine Kapazität ausgebaut, aber auch, weil wir nicht weitere Röhren auf, sondern einfach zwei Spuren weiterhin haben, wird keine Kapazität ausgebaut. Und dann wird auch die NEAD nicht konkurrenziert werden. Das ist und der Verladebericht zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind momentan in dieser ganzen Politik. Wir hatten vorher einen Fußballfelder, jetzt spielt der Ball mit der Frau Ritz zu und nachher spielen wir eine schöne Flanke und Herrn Lombardi. Aber zu den Verladestationen möchte ich noch etwas sagen. Ja. Also gut, ich möchte gerne noch etwas zu den Kosten sagen. Herr Burkhardt hat vorhin gesagt, es kostet 1 Milliarde mehr. Und 1 Milliarde ist sehr viel Geld. Das ist uns allen klar. Wir haben es vorhin hier vom Gewerbeverbandspräsident gehört, unter welchen schwierigen Umständen ihr hier arbeitet. Es geht aber um noch viel mehr als um 1 Milliarde. Das hat auch der Konrad Grabe schon gesagt. Es geht auch darum, um die ganzen Unterhaltsarbeiten, die es nachher gibt. So, Tunnel muss unterhalten werden. Und zwar ist es nicht nur ein Tunnel, sondern zwei Tunnel und darum ist es so, dass zu den
teuren Baukosten nachher noch dazugehört. Das sind im ganzen Unterhaltszyklus, der 30 oder 40 oder 50 Jahre wird sein, noch einmal bis zu 2 Milliarden Franken dazukommen an dem, was muss gezahlt werden muss, um den zweiten Tunnel zu unterhalten. Und ich glaube, das ist eine Gesamtrechnung, die dazu führt, dass auf lange Sicht gesehen, eben bis 2090, wie der Bericht vom Bundesrat, auch im Auftrag vom Bundesrat ist erstellt worden, zeigt, ist es so, dass die Verladelösung periodisch oder einisch, sicher wird sie einisch gebraucht, vielleicht wird sie ein zweites Mal gebraucht, das wissen wir heute noch nicht, dass sie ganz sicher die günstigere Lösung ist. Und da finde ich schon, denke ich auch, in Wirtschaftskreisen und auch bei bürgerlichen Parteien finde ich es schon ein bisschen eigenartig, wie man da mit dem Argument umgeht, wie man das Geld einsetzt. Das hat auch der Konrad Graber gesagt, man kann den Franken nur einisch ausgeben. Und die Frage ist, wo man ihn ausgibt. Wir haben die vielen Töpfe, aber schlussendlich kommt das ganze Geld, alles aus der gleichen Quelle, dass sie die Mineralöl Steuern, die ihr zahlt, wenn ihr unterwegs seid, die jetzt erhöht werden sollen. Es ist die Autobahnvignette. Also das Geld kann man einmal ausgeben. Und für mich ist ganz klar, man sollte es effizient ausgeben. Und man sollte es so ausgeben, dass man nicht noch verfassungsmäßige Aufträge damit gefährdet. Es ist sicherlich interessant, die Folgekosten von jedem öffentlichen Bauten mal zu rechnen. Aber bis jetzt hat man immer in den Vergleichen natürlich die Baukosten genommen. Wenn wir diese sogenannte dynamische Berechnung machen wollen, dann müssen wir sie aber für alles tun. Dann müssen wir schnell morgen noch die Nierensteinweihen, den Gotthardtunnel. Wenn du rechnest, Doris, wie viel das über 100 Jahre für den Unterhalt du dort ausgeben musst, dann musst du die Gotthard-Basistunnel morgen schließen. Der Bypass wird unbezahlbar, wenn wir die Kosten über 100 Jahre rechnen. Auch Sie zu Hause. Sie dürfen sich nicht leisten, die Unterhaltskosten Ihres Hauses über 100 Jahre. Sie sollten lieber heute abreißen und in einem Zelt leben. Das ist die einzige Lösung. Ja. Ja. Verladestationen nicht nur ein Wohnfläche. Also. Kantonuri will ja die nicht und die Kantone, die sie Also, Herr Kählin, auch das ist nicht richtig. Aber vielleicht zuerst noch eine Bemerkung zum Filippo Lombardi. Ja, Alternativen sind gefragt. Und die dynamischen Berechnungen, die wir vorher gesagt haben, haben ja nur dann Sinn, wenn man eigentlich nur eine Lösung hat. Aber da haben wir eine echte Lösung, die andere Möglichkeiten bietet, nämlich mit einer Verladelösung. Ich bin heute ins Internet gegangen. 2010 hat der Bundesrat gesagt, dass eigentlich eine Sanierung mit der zweiten Röhre nicht der richtige Weg sind. Wir machen die Sanierung mit den Verladestationen. Er hat gesagt, das sei der richtige Ansatz. Ich lese es jetzt hier gerade vor. Eine Kurzrollarinecht Biasca ist zur Weiterverfolgung empfohlen und mögliche Kombinationsformen sind denkbar. Und das zitiere ich eigentlich nur, weil wir im Kanton Uri ein bisschen nicht gedrängt werden in dieser Frage. Ich bin mit dem Marco Boradori, das ist der frühere Baudirektor vom Kanton Tessin, seit Jahren in dieser Arbeitsgruppe, wo wir eigentlich eine Sanierung von diesem Tunnel vorbereitet haben, zusammen mit ihren Leuten, das wissen Sie, Frau Bundesrätin. Und dort hat eine Studie gemacht worden vom Bund, von der Firma SMA. Und die Firma SMA hat Lösungen gesucht für das Verladekonzept Schweiz. Und in dem Verladekonzept Schweiz sind ganz verschiedene Orte in der Schweiz angeschaut worden, und zwar ähnlich die Orte, wo da vorher in der Folie aufgeleuchtet worden ist. Und dann hat man gesagt, geht nicht. Und wieso hat man gesagt, geht nicht? Weil damals das Nadelöhr-Achse noch da war, weil der 4-Meter-Korridor noch nicht möglich war und weil man dann die Rolla nicht hat können in Betrieb nehmen, weil die Huckepack-Züge zu gross gewesen wären. Dann haben wir gesagt, ja, das ist ein Problem. Und dann ist der super Entscheid vom Bundesrat und Parlament und gesagt, jetzt machen wir den 4-Meter-Korridor. Und jetzt hat sich doch die Ausgangslage geändert. Wir sind dann auf den Bundesrat los und auf das ASTRA los und haben sie gebeten, wenn mich mehr sagen, dann ist das Thun eine Regierung. Dönt doch nochmal anschauen, dönt die Verladelösungen nochmal prüfen, dann hat man einen echten Vergleich gegenüber der Variante zweite Röhre. Das ist nicht gemacht worden, ist akzeptiert worden von mir, aber wir haben nicht dürfen auf das auf uns ruhen und wir sind zur gleichen Firma gegangen, zu dieser SMA, in Absprache mit dem ASTRA übrigens, und haben sie gefragt, wie sieht denn die Geschichte aus, wenn sie einen 4-Meter-Korridor haben?
Und jetzt kommt ganz etwas anderes raus. Das sagt die Studie, erstens, es gibt verschiedene Verlademöglichkeiten überall in der Schweiz. Es ist ein bisschen Panne passiert, dass das von meinem Kollegen Finanzdirektor an der Veranstaltung, wo sie auch gewesen sind, vorher publiziert worden ist, bevor ich mit meinen Baudirektorenkollegen reden konnte. Darum hat es ein bisschen eine Reaktion gegeben, selbstverständlich. Wir haben uns entschuldigt für die Kommunikationspanne. Aber Tatsache ist, dass es andere Möglichkeiten gibt und es gibt auch eine lange Rolle. Und genau das hat man damals gesagt. Wir haben nichts anderes gemacht, als weiterdenkt und haben das Gefühl gehabt, das ist der richtige Ansatz. Wir sind jetzt ein bisschen im Dilemma, dass wir vom Bundesrat und vom Master keine Antwort zu unseren Fragen bekommen haben. Wir sagen, das geht nicht. Aber technisch geht das. Selbstverständlich müssen wir mit den anderen Kantonen reden. Selbstverständlich müssen wir dann schauen, einen Partner zu suchen. Aber ich behaupte da, wenn es ein Nein gibt in der Schweiz, dann wird man genau das machen. Dann werden wir mit dem Amt die Langrolle machen. Übrigens, super, habe ich in der Zeitung gelesen, Lötschberg hat ja eine Langrolle. Übrigens als Beispiel an Sie, Herr Zemp, es gibt andere Möglichkeiten, die man kann verladen kann. Sie haben gesagt, man hat keine Erfahrung in der Schweiz. Das macht man eigentlich bestens. Und hat das Ziel erreicht, 100'000 Lastwagen werden durch den Lötschberg transportiert. Und die Firma, die das macht, hat gesagt, jetzt wollen wir nur den 4-Meter-Korridor in Betrieb nehmen und dann haben wir mehr Kapazitätsmöglichkeiten. Und das wäre doch der richtige Ansatz. Darum, ein bisschen relativieren, wenn behauptet, wir denken einfach den anderen Ort, Gras in anderen Kantonen, sondern wir haben uns abgestützt auf die Überlegungen, die gemacht sind und haben die einfach versucht, weiterzudenken. Also jetzt sind wir schon recht fortgeschritten in der Zeit. Ich schlage vor, wir machen noch zwei Sachen. Eine Frage, weil alle Podiumsteilnehmer entweder mit Ja oder Nein beantworten. Noch kann jeder um 30 Sekunden Werbespot für seine Position. Die Frage ist natürlich, wenn einmal die zwei Röhren gebaut werden, 10, 20 Jahre später sind wirklich nur in beide Richtungen je zwei Spuren offen, Markus Zwischen. Nein. Also am Anfang schon. Jawohl, da glaube ich an die Verfassung und an Gesetz, aber der Druck wird so sein, dass es kurz über lang wird man öffnen und dann ist es ja auch in der Logik. Man sollte ehrlich sein und sagen, wir wollen eigentlich vier Spuren, dann kann man darüber reden. Das ginge nur über eine Volksabstimmung mit Volksumstände und das ist wahrscheinlich gar nicht nötig, weil ich glaube an die Verlagerung. Die Verlagerung greift. Wir haben von Frau Bundesrätin gehört. Von 1,4 auf 1 Million sind wir schon zurückgekommen, Lastwagen pro Jahr im Alpenquerinnenverkehr. Und der Gotthard ist nicht die Schleuse. Technisch gesehen, mit dem heutigen Tropfenzählersystem könnte 1,5 Millionen Lastwagen durch den Gotthard alleine fahren pro Jahr und es fahren weniger als 900'000. Also wir benutzen nicht einmal 2/3 der heutigen Kapazität und das geht zurück, es ist rückgängig. Also es ist nicht zu denken, dass wenn wir 2020 die ganze Alptransit zur Verfügung haben, nicht nur Gotthard, sondern auch Ceneri, Zufahrten, 4-Meter-Korridor Basel-Chiasso, Zufahrten in Italien und Deutschland, Verladeterminals. Wenn das ab 2020 verfügbar ist, dann erreichen wir natürlich das Gesetzesziel von 650'000 und 2030, Moment, ich habe nicht übertrieben vorher mit den Zeiten, 2030, also 10 Jahre später, stehen die zwei Straßenröhre zur Verfügung. Glauben Sie nicht, dass in 10 Jahren die Bahn in der Lage ist, sich durchzusetzen und nicht wie heute bloß 2/3 des Marktanteils zu haben, sondern gar 80% zu haben? Das wird der Fall sein, insbesondere nicht auf die Kurzfahrten, sondern auf die langen Fahrten. Und die Verfassung sagt, die Verlagerung findet von Grenze zu Grenze statt, nicht von Erstfeld bis Biasca. Und Sie können schon sagen, Herr Sütz, ich habe ein paar weitere Terminals in den darauf folgenden Kantonen. Leider haben wir keinen Kanton weiter Süden, um unsere Terminals anders zu platzieren. Italien. Oh. Aber. Kurz. Der Nationalrat Giezenthaler, die kennt ihn, hat vor kurzem gesagt in der Zeitung, mit dieser zweiten Röhre können wir endlich den Stau beseitigen. Und der Stau beseitigen heisst, die vier Spuren aufzutun, weil das Modell, das der Bundesrat uns ja vorschlägt, heisst, 3 Milliarden Franken mehr ausgeben, aber es bleibt genau gleich vor dem
Tunnelportal. Und darum ist für mich ganz klar, der Druck wird enorm sein, dass man die vier Spuren wird öffnen und sie werden aufgemacht. Das ist klar. Also nein, jetzt sind bei mir alle Disziplinierungsversuche gescheitert. Mach's kurz. Ich glaube an Verfassungs- und Gesetzestreue in der Schweiz. Und im Gesetz steht ganz klar, dass es nicht aufgetan werden darf. Nicht einmal dann, wenn irgendwie ein Stau vorhanden wäre oder irgendetwas. Es ist klar, nur je eine Spur. Ich glaube daran, dass das eingehalten wird. Wenn man es ändern will, braucht es eine Verfassungsänderung. Man hat Experten beizogen, und die haben sie vielleicht auch mal nachlesen können, die eigentlich überhaupt nicht Linke sind. Also mindestens so, wenn ich jetzt die Diskussion sehe, sondern rein technisch sehe, das ist machbar. Das sagt übrigens auch der Zastra, der Herr Rudi Dietler, der Vorgänger vom jetzigen Chef, ist einmal eine Veranstaltung im Kanton Uri und hat auf die Frage gesagt, ja, glauben Sie denn nicht, dass wir, dass es wirtschaftlich eine Lösung gibt mit Verladestationen? Ich habe gesagt, selbstverständlich schaffen wir einen Betrieb mit Verladestationen, der für beide Kantone wirtschaftlich ist. Nein, also es gibt viel kleinere Zahlen, die da eigentlich hast. Es ist übrigens so, dass die Sanierung mit der zweiten Röhre mehr Raum braucht für Logistikplätze, für Sandhäufen etc. als die Verladestationen. Das ist eine Tatsache. Das sage nicht mehr, sondern ist in der Botschaft nachzulesen. Ja. Okay, jetzt auf dieser Seite eine Frage und dann noch ganz oben, oder? Wo? Da. Frage da hinten. Ja, das Mikrofon ist nicht hinten. Ja, Oskar Stelder. Wir haben über die zweite Röhre sehr gut jetzt gehört, was sie bringt. Aber wenn verglichen worden ist, ist immer mit einer Verladeoption vom Bund aus dem Jahr 2011 verglichen worden und ist immer eigentlich ein schlechtes Resultat gewesen. Auch für mich. Es gibt aber eine Alternative für ein alternatives Konzept, wo erstens mal der Erreichbarkeit vom Tessin jederzeit sicherstellt zur heutigen Kapazität. Also es gibt kein einziges Auto weniger oder kein einziger Lastwagen weniger. Indem man alle 7,5 Minuten PW verlässt durch den jetzigen Bergtunnel, alle halbe Stunde Lastwagen von Erstfeld auf Biasca, primär für den schweizerischen Verkehr, und alle Stunde ein Zug von Basel auf Chiasso, primär für den Transitverkehr. Das berücksichtigt, auf diese Art kann man berücksichtigen, was in diesen 5 Jahren wieder gelaufen ist. Das verglichene Konzept vom Bund ist total veraltet heute. Vor allen Dingen ist, mit dem ganzen Konzept braucht man nur ein Drittel von der Landreserve, vor allen Dingen im Kanton Uri. Und es gibt keine Kapazitätsengpässe, weder im Gotthard-Basistunnel noch über dem Berg. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, und das Wichtigste ist vor allen Dingen, es ist 10 Jahre früher fertig und es ist 2 Milliarden Franken günstiger. Und meine Frage an Herrn Züst ist eigentlich die, der Kanton Uri ist im Prinzip gegen die zweite Röhre, ist aber gleichzeitig sehr gegen die Verladeanlage. Könnten Sie das Konzept, das Sie kennen, von mir, also von unserer Arbeitsgemeinschaft, könnten Sie das unterstützen, vor allen Dingen betreffend Verladeplatz, den man braucht im Kanton Uri? Ja, das unterstützen wir. Wir haben in einem Bericht, den wir im Parlament im Kanton Uri haben müssen abgeben, vor wenigen Wochen Ihre Studie mit dem Herrn Wichser zusammen, haben wir entsprechend publiziert und auch geprüft. Wir haben mit Experten das nochmal angeschaut, um auch ein bisschen eine eigene Meinung zu haben. Ich sage nochmal, der Kanton Uri ist für eine Verladelösung. Er ist auch dafür, dass er Land zur Verfügung stellt. Sämtliche PW-Verlad in Göschen wird akzeptiert. Und wir sind auch für eine Verladeeinrichtung in Rheinecht. Wir sind dafür, dass man bei uns Platz braucht, um eine Verladestation zu machen. Wir wollen aber weiterdenken in eine Langrolle und noch in andere Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist übrigens etwas, was ich einmal in einer Verwaltungsratssitzung von der SBB, vom damaligen Präsidenten von der SBB und dem CEO auch gehört bekommen habe. Und ich habe gesagt, jawohl, das wäre eigentlich eine gescheite Lösung, dann doch solche Sachen nachdenken. Das ist nicht nur etwas, was man eigentlich so nebenbei angeschaut hat, sondern ich bin froh um die Studie. Es erhärtet, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und ich bin ganz, ganz fest überzeugt, Frau Leuthard, ich habe
vollkommen kein Problem, wenn Sie eine andere Meinung haben in dieser Gotthard-Frage. Das dürfen wir, das ist eigentlich okay. Das ist auch für uns als Urner richtig. Nein, wir haben uns immer gesagt, ich sage das nur so, wie wir uns sagen, wir dürfen fast keine andere Meinung mehr haben. Ich finde, man kann zwei Lösungen diskutieren, aber ideal wäre es gewesen, wenn man wirklich beide auf den gleichen Stand gebracht hat, wenn man auch die Verladegeschichte weiter diskutiert hat und dann am Volk einen rechten Entscheid hat können liefern. Jetzt hat es im oberen Stock noch Fragen und nachher da unten mir ist der Rest. Hardegger, Neuenkirch. Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle klar für ein Nein werben. Und zwar aus folgendem Grund. Für mich ist es klar, dass die zweite Röhre grossmehrheitlich dem Transitverkehr dient, das heisst dem Ausland. Und wenn wir der Schweiz dienen und dem Umweltschutz, müssen wir eine Verlagerung herbringen. Wie wir sie jetzt seit 21 Jahren erwarten, und jetzt sind wir kurz davor zu, da nochmal Gegensteuer zu geben, das stimmt für mich nicht. Wir müssen das Problem bei uns in der Schweiz lösen, vor allem in der Innerschweiz. Und wir können nicht so lange warten, bis die zweite Röhre offen ist. Das ist in 15 Jahren. Wenn das so weitergeht, ist der Verkehr im Raum Luzern vorher schon lahm. Ein weiterer Grund. Frau Bundesrätin darf am 1. Juni den neuen NEAD-Tunnel eröffnen. Und ich muss Ihnen sagen, wenn Sie jetzt so wenn wir als Nein stimmen, dann hat sie klar den Vorteil, dass sie sagen kann, jawohl, wir tun etwas für den Umweltschutz und wir bringen jetzt die Verlagerung her. Sie musste in Paris gerade stehen, wie andere Staaten, für mehr Klimaschutz. Wo fängt denn das an? Ein besseres Beispiel gibt es nicht für die Schweiz. Also für mich ein klares Nein. Vielleicht das Statement ist klar, dass du bei dir Verlagerungspolitik für die Polen. Ich habe soeben gesagt, die Verlagerung greift, die hat schon wesentlich dazu beigetragen, dass die Anzahl Lastwagen zurückgegangen ist, dass der Marktanteil der Bahn zugenommen hat. Und wenn endlich das Angebot vollständig steht, 2020, von Italien nach Deutschland, dann haben wir das erreicht. Eine Zahl möchte ich aber geben. Sie sagen, die Achse dient dem Transitverkehr, den internationalen. Stimmt zum Teil. Also die Statistik zeigt, dass 40% der Fahrten, der Güterfahrten durch den Gotthard entweder Binnenverkehr sind oder Verkehr, der in die Schweiz initiiert und ins Ausland fährt. Also die Luzerner Firma, die nach Mailand fährt, oder die Tessiner, die nach Deutschland. Also entweder 40% dient unserer Wirtschaft. Es stimmt, 60% es ist Transit. Und das ist genau der Anteil, den wir endlich auf die Schiene wollen, wenn wir nicht zwischen Biasca und Erstfeld, sondern zwischen Mailand und Deutschland die Verlagerung erreichen werden. Das ist maßgeblich. Notabene, für den PWS ist der Anteil umgekehrt, obwohl alle denken, es fahren nur deutsche Touristen durch den Gotthard, stimmt nicht. Da ist der Anteil umgekehrt, 40% des Verkehrs ist rein Transitverkehr, touristisches, internationaler Verkehr, 60% ist Binnenverkehr oder Verkehr, der in der Schweiz initiiert und ins Ausland fährt und umgekehrt. Also diese Zahlen muss man im Kopf haben. Es ist nicht eine Achse nur für die Ausländer, es ist primär eine Achse für die Schweizer, für die Bürger und für die Wirtschaft. Hast du das Mikrofon? Ja. Mein Name ist Hans Siedler aus Rotenburg. Ich war sicher so 100 Mal im Tessin runter. Und jedes Mal, wenn ich durch den Gotthard fahre, im Tunnel, habe ich ein mulmiges Gefühl. Bei Volllast, bei voller Besetzung vom Tunnel, sind dagegen 1000 Fahrzeuge unterwegs. Wenn ein einziger Fahrzeuglenker einen Fehler macht, dann wird eine Katastrophe vorprogrammiert. Bis heute haben über 20 Leute, Menschen, im Gotthardtunnel schwer verunfallt und tödlich verunfallt. Ich komme nun zur eigentlichen Gotthardroute. Die Gotthardroute ist die wichtigste Strassenverbindung zwischen Nord- und Südeuropa. Die Strassenverbindung
ist in den 70er Jahren vierspurig geplant und tatsächlich bis Göschene und Andermatt und Airolo gebaut worden. Auch die Eingangsporten und die Ablaufkabinen sind ebenfalls für eine vierspurige Tunnelröhre geplant und gebaut worden. Aus Kostengründen ist aber nur eine zweispurige Tunnelvariante ausgeführt worden. Das heisst, ein 17 km langer Tunnel im Gegenverkehr. Der Gotthardtunnel ist im Jahr 1980 eröffnet worden. Ich komme nun zu den Prioritäten. Die erste Priorität der Gotthardtunnel ist Sicherheit. Sicherheit kann nur gewährleistet werden bei einem Tunnel ohne Gegenverkehr. Beim geplanten einspurigen Tunnel kann eine Frontalkollision praktisch ausgeschlossen werden. Ich finde es beschämend, ich wiederhole, beschämend, wenn Bundesparlamentarier, ich komme ganz zum Schluss, wenn Bundesparlamentarier den Sicherheitsaspekt im Gotthardtunnel missachtet. Ja, also merci für den historischen Rückblick. Merci für den historischen Rückblick. Ich möchte ganz etwas Wichtiges sagen. Gut, wir glauben, das ist gesagt. Ja. Also wir haben den historischen Rückblick wieder gehört, wie es war, wo man diesen Tunnel gebaut hat. Wo der Tunnel ist gebaut und eröffnet wurde, der damalige Bundesrat Hürlimann gesagt, das wird nie zu einer Achse für den Schwerverkehr. Man ist einfach genau davon ausgegangen, dass der Tunnel, so wie es Filippo Lombardi vorhin gesagt hat, vor allem quasi für einen innerschweizerisch freundschaftlichen Nachbarsverkehr unter den Kantonen wird sein. Und dann ist eben doch zu einer Achse geworden für den internationalen Schwerverkehr. Und wegen dem hat es dann die Alpeninitiative gegeben, die von der Bevölkerung ist angenommen wurde, eine Mehrheit für die Alpeninitiative. Und 2004 hat es auch schon viele Leute gegeben, die das Gefühl hatten, man sollte jetzt eine zweite Röhre bauen und hat das in dieser sogenannten Avant-Initiative oder mit dem Gegenvorschlag dazu auch zur Abstimmung gestellt. Und dann haben 64% der Bevölkerung gesagt, nein, wir wollen keine zweite Röhre bauen am Gotthard, sondern wir wollen die Politik von der Verlagerung vom Verkehr auf die Schiene, vom internationalen Güterverkehr auf die Schiene, wollen wir weiterführen. Und das schaffen wir nur, wenn wir da hier auf eine zweite Gotthardröhre verzichten. Und das muss auch zukünftig so sein, weil dann können wir den Verkehr zwischen dem Kanton Tessin und dem Kanton Uri gut organisieren. Aber genau der Verkehr, der einen grossräumigen Horizont hat, eben von Deutschland nach Italien geht, der geht auf die Schiene. Und da rollen wir nachher nicht mit einem zweiten Tunnel noch den roten Teppich auf dafür. Also jetzt haben wir noch die letzte Frage und nachher richtet Frau Bundesrätin noch mal ein paar Worte an uns. Steffen und Sam, ich bin Ingenieur, zwei Festgelder und eine Frage. Erste Feststellung. Gegenprojekt zu den zwei Berühren heisst einfach zumachen und einfach ausweichen. Im Sommer über Gottertier. Was wir darauf hinweisen, wir haben 6,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. 6,5 Millionen. Dann gehen sie halt einfach im Sommer die richtigen Möhren, die es offen ist, über Gotthard. Und den Rest gratulieren in den Bündnern und in den Walliser müssen mit den anderen 4,5 Millionen einfach fertig werden. Das ist die Beste. Zwei. Wir tun verlagern. Meine Lieben, erinnern Sie sich an die Verladerampe, die gemacht worden sind in Calais. Man hat es ja gesehen, wegen den Flüchtlingsschiff, die wir gesehen haben. Calais ist ausgelegt für 4,2 Millionen. Der Gotthard hat 6,5 Millionen. Und jetzt kommt meine Frage. Philippe Lombard. Wo würdest du die Verladerampen konstruieren lassen im Kanton Tessin, die in der Lage ist, 6,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu bewältigen? Die Frage ist, das beantwortet nirgends, weil wir haben den Platz nicht. Natürlich, die kombinierte Lösung
ist, wir machen ein bisschen hier, ein bisschen in Chiasso, ein bisschen über den Gotthardpass, ein bisschen über den San Bernardino, ein bisschen über den Sinfon. Somit haben wir die Summe aller Nachteile in der ganzen Schweiz schön verteilt und wir haben keine langfristige Lösung, wir haben keine nachhaltige Lösung. Das ist Geldverschwendung tatsächlich. Das ist die erste Antwort. Die zweite, die Logistik. Also wir sind für Verlagerung. Wenn aber Frau Rütz sagt, ja, wir wollen nicht Geld ausgeben für den Transit der Ausländer. Sie haben vorher von der Rola gesprochen. Sie sind stolz mit den 100.000 Lastwagen über den Lötschberg fahren. Rola. Wie viel bezahlt der Schweizer Steuerzahler pro Lastwagen auf dem Lötschberg? 500 Franken pro Lastwagen, die schön durchfahren über den Lötschberg, bezahlen wir aus unserer Tasche. 500 pro Lastwagen. Ist das die nachhaltige Lösung? Ich glaube auch nicht. Die Logistiker wissen, dass die Verladeübung auf der Bahn Sinn macht über 500 Kilometer Distanz. Das ist zwischen Italien und Deutschland und nicht zwischen Erstfeld und Biasca. Fertig. Erster Teil völlig einverstanden, im zweiten Teil ist eine andere Alternative. Beides ist möglich, da sind wir wahrscheinlich alle da innen uns einig, beides ist möglich. Eine Sanierung, wie sie vom Bundesrat vorgeschlagen ist, aber auch eine Sanierung, wie sie die Turnerregierung mit unterstützt und ein Haufen andere. Die Frage ist nur, ist es nur die Nachhaltigkeit, die finanziell muss angeschaut werden? Gibt es auch nicht nur eine andere Nachhaltigkeit und das ist die ökologische Nachhaltigkeit? Wieso haben wir den Alpenschutzartikel gemacht? Damit wir vor allem die Alpenräume schützen tun. Wir laufen Gefahr mit einer anderen Lösung, dass das in die gegengesetzte Richtung ist und das wollen wir nicht. Das ist auch Nachhaltigkeit. Wir sind eigentlich schon in der Overtime und ich danke den Podiumsteilnehmern für die engagierte Diskussion und die guten Fragen. Vielleicht ist es so lang gegangen, weil niemand das entscheidende Goal geschossen hat. Aber vielleicht kann es Frau Leute und zum Penaltyschiessen antreten und Entscheidungen einführen. Oder auch nicht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben Ihnen nicht zu viel versprochen. Es war sicher unterhaltsam und lebendig gewesen, den Abend. Und ich möchte vielleicht nur noch auf ein paar Äußerungen, da, die gesagt worden sind, noch mal eingehen. Die Rola, das ist richtig gesagt, das ist wirklich, die verliert jedes Jahr Marktanteil. Der Herr hat es richtig gesagt. Der kombinierte, der UKV, das ist die Zukunft. Und die Containerbilder, die der Conny Graber zu Recht gesagt hat, das ist ja alles genau Containerverkehr, Container, die wir aufbauen. Und das machen wir mit der NIAT. Das hat nichts zu tun mit dieser Rola-Geschichte. Das ist wirklich etwas, wo sie eben Lastwagen für sie verlagern. Nicht ganz, da verladen wir ganze Lastwagen. Das ist ein Modell, das heute niemand will. Das, glaube ich, sieht der Markus Zisch so. Das ist weder kurz-, mittel- noch langfristige Lösung. Jetzt wird gesagt, ja, wir haben hier noch andere Möglichkeiten. Markus Zisch, du weißt, wir haben alle Varianten sind hier studiert worden. Und je länger also so eine Rola wäre, kostet sie einfach auch mehr. Nur schon eine Lösung, wenn das Rohkreuz wäre, kostet es 100 Millionen mehr. Ist es so. Und zweitens, wie wollen ihr denn die Lastwagen, die jetzt vom St. Gallischen kommen, wie wollen ihr denn die auf Rohkreuz bringen? Die gehen kaum einen Umweg machen und irgendwie das Rohkreuz rasch halten, um sich zu verladen. Also logistisch funktioniert das halt schon so mit den kurzen Strecken. Ich muss noch eins sagen, auch wo gesagt wurde, wird immer, ja, es kommen jetzt da vom Ostland so viele Lastwagen. Das ist vorher richtig gesagt worden von Filippo Lombardi. Wir haben heute auf der Gotthardachs 50% Binnenverkehr und 50% Transit. Da sind wir, glaube ich, auch einig, oder? Und der 50% Binnenverkehr, das sind eben, komm, ich kann jetzt noch mal ein paar Beispiele, einfach, dass sie gerade konkret sehen, Schucki Stella, Giubiasco, denen gehört der Schokola Bernrein in Kreuzlingen. Die produzieren Schucki, die fahren 9 Mal pro Tag durch den Gotthardtunnel. Die müssen ihre Schucki liefern und am 5 Uhr am Morgen wird die Schucki abgeholt, dass die frisch ist. Jetzt, was mache ich die, wenn der Tunnel zu ist? Dann könnte die von Giubiasco die verladen und irgendwo in die Ostschweiz, aber am Morgen am 5 Uhr sind die kaum bei den Kunden.
Migros, Coop, Manor, die müssen ihre Salat und Joghurt und weiss ich was, da muss am Morgen früh muss da in den Läden sein. Die sind darum auf meiner Seite. Nicht, weil die gegen Bahn sind. Gerade Coop und Migros sind grosse Bahnkunden. Aber die können die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten, wenn die über mehrere Jahre müssen die irgendwo verladen. Das sind einfach die praktischen Probleme. Und der Bundesrat muss nicht nur auf dem Papier schauen, dass Lösungen verheben. Wir müssen auch Verantwortung übernehmen, dass das am Schluss in der Praxis funktioniert. Was ich nicht verstehe von der Urner Regierung, Markus Züst, wir haben in 2014 und wir haben ja fast jedes Jahr jetzt irgendwelche Felsbrocken, die oben runterkommen, oder? Da haben wir sie auf der Schiene gehabt. Schiene ist zu. Ja, was mache ich? Hätten wir jetzt gemacht, wir wären bei eurer Lösung mit der Verladerei und auf der Schiene haben wir Felsbrocken. Was machen wir denn? Am gleichen Ort gsi. Ja, nein, es war in Gurtnellen. Ja, PW ist in Göschen. Sorry, aber mit der Verladelösung wäre da genau auch ein Problem. Und umgekehrt, dieses Jahr haben wir es auf der Passstrasse gehabt. Und darum ist das System von uns eben auch ein Redundanzsystem, wo Strasse und Schiene zur Verfügung stehen, auch im Ereignisfall. Und ich habe jetzt nicht, was der Departement für kein Jahr erlebt, wo wir nicht irgendeinen Unfall hatten. Und da haben wir Übungen, die viel Geld kosten und wo dann alle Unternehmer kommen, bei mir ansaugen können. Jetzt müssen sie uns helfen, wir können unsere Kunden nicht beliefern. Und soll ich dann denen sagen, ja, jetzt müssen wir halt warten, bis die Felsbrocken weg sind. Die Schweiz steht halt still. Das sind genau Sachen, die in der Praxis für uns schwierig sind. Und das darum, man muss sich wirklich, das hat der Herr dahinter gesagt, 50% Binnenverkehr oder Schweizer Unternehmen, die auf Italien liefern und umgekehrt. Das vergisst man. Das ist der Verkehr, den sie auch berücksichtigen müssen. Der Transit, der funktioniert recht gut mit der Verladung. Und für da bauen wir auch die strategischen Korridore. Übrigens die Österreicher mit dem Brenner Bahntunnel, der dann länger wird sein, als der Gotthard, die bauen da zu Recht die Verlagerung aus, weil sie ja dort... Weil es eben auch dort... Ich möchte zum Schluss noch die Sicherheit nochmal, weil das ist etwas, was ich finde. Das ist einfach nicht so ganz korrekt, wenn man sagt, ja, wir haben dann mehr Verkehr und dann nehmen wir halt die Toten und die Verletzten halt ein bisschen auf oder dann geht es so oder so. Da kann ich, und ich habe in meinem Departement nur Sicherheitsfragen, ob es jetzt bei Nuklearenergie ist, ob es bei Staumauern ist für Wasserkraft oder ob es auf der Straße, auf der Schiene, bei den Flugzeugen ist. Sicherheit ist bei uns oberste Priorität. Ich bin sehr stolz, dass wir haben können, jedes Jahr Unfälle reduzieren und wir investieren für das, es darf etwas kosten. Wir haben darum auch da, wenn Sie mal mit der Schadenwehr reden. Ja, aber da muss ich wirklich noch sagen, die Schadenwehr, gehen Sie mit diesen Feuerwehrmannen vor Ort reden. Ich mache das, ich kenne die. Die erzählen mir, was sie erleben. 300 Ereignisfälle alleine am Südportal. 300, das ist praktisch pro Tag ein und jetzt kommt noch der Norden dazu. Wenn ein Lastwagen im Tunnel brennt, dann haben sie nach 2-3 Minuten 1000 Grad. Sie verbrennen nicht, aber sie verstecken. Gehen Sie mit diesen Männern reden und die machen einen hervorragenden Job. Und darum, Sicherheit ist bei euch im Konzept einfach der Schwachpunkt, das wissen Sie auch. Für mich ist da ein wichtiger Punkt, dass wir auch hier nochmal mit einer besseren Lösung, die ein bisschen mehr kostet, aber eben auch mit einer Lösung, die heute europaweit niemand würde mit so einem Tunnel bauen, der 17 Kilometer lang ist. Das ist nicht 2 Kilometer, wie viele Tunnel, die wir sonst haben. Das ist eine 17 Kilometer lange Bobbahn. Das ist schmal, eng und dunkel. Und viele sind zuerst mal in so einem langen Tunnel drin und darum tun Sie da bitte nicht einfach vernötigen. Da geht es wirklich auch um Sicherheit, um Menschenleben und Schutz von der Infrastruktur. Darum, ich bin immer noch überzeugt für Sie auch.